Guten Tag, ihr Lieben, ihr da draußen. Ach, meine Güte, bin ich kaputt. Hab so viel aufgenommen gerade und so viel gesprochen und so viel geredet. Da musste ich mich jetzt erstmal hinlegen. Und ihr denkt euch schon, was ist denn los hier? Was ist mit Serena los? Ja, ich kann es euch kurz erklären, Leute. Ja, ich habe jetzt gerade für euch eine längere Session aufgenommen, um mit euch über ein paar Sachen zu quatschen. Oder das, naja, werde ich gleich machen. Es ist jetzt eigentlich schon nach der Aufnahme. Aber ich möchte vorweg sagen, dass dies eine sehr lange Folge sein wird, wo ich über verschiedene Themen sprechen werde. Einerseits geht es darum, über meine Zukunftspläne hier für meinen Kanal Seed Movie und auch speziell mit der Erweiterung Final Fantasy 14 Stormblood. Und zum anderen geht es um den Punkt halt, da ich mein Inventar so ein bisschen aufgeräumt habe, was etwas länger gedauert hat. Also nicht nur mein eigenes Inventar und auf da ein paar Dinge eingegangen bin, sondern auch das Inventar meiner weiteren Gehilfen. Und das hat ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen und zu guter Letzt habe ich auch noch ein kleines, ja, wie soll man sagen, ein Upgrade meiner selbst gestaltet. Sprich, ihr seht es vielleicht auch schon hier, ich habe mir eine neue Frisur sozusagen erstellt und das ist auch nochmal hinten zu sehen im Video. Also, es sind so drei Themenbereiche und da ich nicht wusste, dass das so sich lang strecken würde, dieses Video, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt nochmal kurz eine kleine Aufnahme und sage euch das, dass ihr nicht verwundert seid und werde dann auch in der Beschreibung, werde ich die einzelnen Zeiten halt euch präsentieren mit den einzelnen Themengebieten. Jetzt verhaspel ich mich schon, bin schon ganz fertig. Also, wie gesagt, schaut in die Beschreibung für die Themen, die euch interessieren. Falls euch alles interessiert, dann gebt euch das ganze Video. Ist etwas länger geworden als gedacht. Und dann sage ich mal, ja, viel Spaß und ich, naja, ich gebe weiter an Serena. Also, bis dann, Leute. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge hier im Spiel Final Fantasy 14 Heavensward. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was viel zu lange auf der Strecke geblieben ist, aufgrund von, ja, ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat, ja. Ich habe so lange Zeit meine ganzen Inventarslots einfach zugemüllt und das ist einfach zu viel geworden und deshalb werden wir uns heute mit einer sogenannten Inventarinventur beschäftigen, ja, und werden mal ein bisschen aufräumen. Und ich werde nicht nur mein Inventar mit euch zusammen aufräumen, sondern auch währenddessen mal ein bisschen uns darauf vorbereiten und freuen, eher gesagt, dass es ja bald losgeht mit der Erweiterung Stormblood, welche in ein paar Tagen erscheinen wird. Und deshalb ist es auch wichtig, jetzt mal klar Schiff zu machen, um vorbereitet zu sein. Und währenddessen ich das mit euch bestreiten werde, habe ich mal ein bisschen vor, mit euch über das zu quatschen. Ja, was habe ich denn vor jetzt im Jahr 2017 noch? Also speziell jetzt hier mit der Erweiterung Stormblood. Was möchte ich euch gerne auf meinem YouTube-Kanal Seed Movie präsentieren? Und das würde ich gerne mit euch heute gerne durchgehen und mal besprechen, so unter vier Augen. Und deshalb werde ich mal das Interface einblenden. Ja, und würde mal anfangen. Wir schreien jetzt erstmal zur Krämerklinge. Ich bin hier gerade bei mir in meinem Hausengebiet. Und werde mal kurz hier schauen, was haben wir denn alles hier auf Lager, kann man sagen. Und ihr seht, ich habe aktuell ja drei Gehilfen und auch mein ganzes eigenes Inventar ist ja auch komplett voll. Da sind nur drei Plätze und frei und ja, alles viel zu voll, alles viel zu voll. Und nicht nur das Inventar ist komplett voll, sondern auch meine Gedanken. Ja? Meine Gedanken über das, was ich euch präsentieren möchte, präsentieren kann und will, das ist so ein bisschen Wirrwarr bei mir. Also bei mir schaut es gerade zum Kopf genauso chaotisch aus wie hier auch im Inventar, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ich mir die letzten Tage wirklich eine Menge Gedanken gemacht habe, was kann ich euch präsentieren, wofür habe ich Zeit und worauf habe ich Lust. Und da sind mir wirklich einige Gedanken durch den Kopf geschossen. Einige, die ich dann auch feststellen musste, sind einfach nicht realisierbar oder sind halt nicht so das, was ich mir vorstelle. Und bevor ich mich jetzt hier verhaspel und gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, versuche ich mal den Faden zu finden. Warte, ich versuche den Faden zu finden. Wo fangen wir einfach mal an? Also ich fange mal an, hier zuerst mal zu gucken beim eigenen Inventar. Fangen wir mal bei sich selbst an, um das mal zu ordnen. Ich glaube, das ist besser. Ja, ich bin gerade so ein bisschen durch den Wind und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil mir so viel durch den Kopf schwirrt. Fangen wir mal einfach mit dem Inventar an, was ich jetzt hier habe. So. Und wenn das nicht betrachte, erzähle ich mal so ein bisschen, was mir so durch den Kopf geschwirrt ist die letzten Tage. Und zwar folgendes. Beim letzten Livestream, da habe ich ja auch schon mal am Schluss erwähnt, bezüglich der Livestreams, warum diese halt nicht so regelmäßig jetzt die letzten 2-3 Monate erschienen sind. Und habe das auch erklärt und begründet und das war, glaube ich, die Folge 332 gewesen. Ja, 332 auf meinem YouTube-Kanal Seed Movie mit der Überschrift Zeitmanagement. Also viele Leute, die es noch nicht gesehen haben, schaut es euch an, da gehe ich auch drauf ein. Aber ich möchte jetzt nochmal gesammelt meine Gedanken euch mal mitteilen.
Also, nochmal zu sagen, warum haben jetzt wirklich die letzten 2 Monate nicht regelmäßig alle 2 Wochen, wie es halt früher gewesen ist, immer die Livestreams stattgefunden? Das lag daran, dass einfach immer weniger Zeit für mich war, um jetzt hier meinem Hobby gerecht zu werden. Einerseits halt arbeitsbedingt, das erwähne ich immer oft und ist aber leider so, ist halt viel zu tun und viel auf der Arbeit um die Ohren. Aber andererseits ist ja auch der Umzug dazwischen gekommen, kann man sagen. Ich bin ja auch umgezogen mit der Melitos jetzt hier. Das ist auch noch nicht abgeschlossen, das ist einfach so ein Thema, was sich so durchzieht. Dann ist man auch so ein bisschen angeschlagen, also das ist halt... Aktuell ist alles ein bisschen sehr viel, ja, also wirklich sehr viel, in allen Ebenen, also beruflich, privat, Umzug und, wenn man sich nicht so ganz fit fühlt, dann ist das auch schwer, dann auch wirklich sich so aufzuraffen und zu sagen, hey, jetzt haust du mal wirklich wieder einen Livestream raus, jetzt sind wieder 2 Wochen verstrichen, jetzt gehst du wieder ran und machst dein Programm und hast Spaß dran. Bis jetzt, muss ich sagen, war es immer so gewesen, stehe ich hinter jeder Folge und jedem Video, was ich euch präsentiert habe. Es gibt keins, wo ich sagen würde, ja, nö, das ist halt so dahingerotzt oder das ist halt nicht das, wofür ich stehe. Bis jetzt habe ich wirklich, glaube ich, oder nicht glaube ich, ich weiß es, mit vollem Herzblut das gemacht und euch präsentiert, ob es die 4-Mann-Instanz-Videos waren, ob es die Livestream waren, ob die Guides von früher waren. Ich stand halt immer zu 100% dahinter, habe den Spaß dabei gehabt und ich musste einfach feststellen, dass die letzten 2 Monate oder speziell seit Anfang 2017 es einfach sehr, sehr anstrengend wurde. Und ich auch so langsam so das als eher Stress empfunden habe, also dem gerecht zu werden, meinem eigenen Anspruch und speziell was die Leistung betrifft, da ich halt auch schon so arbeitsbedingt eingebunden bin und auch da, naja, sagen wir mal, Projektarbeit leiste und was auch immer sehr zeitlich, ja, man hat seine Fristen, man muss es einhalten, ist alles schon so genug stressig und wenn es dann auch selbst dir auferlegst, hier ich will oder ich muss und will alle 2 Wochen einen Livestream machen und dann auch gut vorbereitet sein für die Livestreams, dann ist das halt auch noch nur eine doppelte Belastung. Und das war halt der Grund, warum ich dann auch das so ein bisschen sporadisch gemacht habe, was die Livestreams betrifft. Und ja, was soll ich sagen? Das heißt, auch in der Zukunft wird es so sein, dass ich die Livestreams eher spontan absolvieren werde. Natürlich auch angekündigt, auch wenn es teilweise kurzfristig ist. Also zum Thema der Livestreams kann ich euch ans Herz legen. Folgt mir auf meinem Twitch-Kanal SeedMovie und verbindet das am besten mit eurem Handy oder so. Und dann kriegt ihr jede sofort die Nachricht, sobald ich mal on air gehe. Und sonst könnt ihr natürlich auch auf meinem Twitter-Account SeedMovie Gaming folgen. Dort erfahrt ihr dann auch alles zum Thema Livestreams, wann Termine angesetzt sind und seid dann auch sozusagen vorbereitet. Also das wird es auch mit Stormlord wird es so weitergehen, dass ich mal das eher sporadisch machen werde. Also wirklich dann, wenn ich richtig Bock habe, wenn ich richtig Zeit habe und natürlich auch, wenn es viel zu erzählen gibt. Also das sind so verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Das heißt, ich weiß jetzt auch nicht, wie es mit Stormblood Release sein wird. Am 16. geht es ja los. Der 17. wäre ein Samstag. Ich habe keine Ahnung. Also wenn ich Lust und Laune habe, werde ich am 17. streamen. Wenn nicht und ich bin zu sehr in der Story drin und möchte lieber in Ruhe was vor mich hin daddeln, dann halt nicht. Also das auch in der Zukunft. Ich hoffe, ihr versteht's. Das wird also eher sporadisch sein und nicht mehr alle 2 Wochen. Ja, dann geht's weiter zu einem nächsten Thema. Das möchte ich mit euch mal durchsprechen. Habe ich auch ansatzweise angerissen beim letzten Livestream, weil ich mir so vornehmen würde gerne und weil ich mir angetan habe. Da gab es zum einen auch noch der Gedanken, dass ich halt so ein Format aufleben lassen würde mit der Bezeichnung Reste-Questen. Ja, fand ich eigentlich recht cool. Den Gedanken, dass ich halt all die Quests, die ich noch nicht hier zu Heaven's Ward absolviert habe, mal in diesem Format unterbringe. Das habe ich auch gemacht. Ich habe da insgesamt 6 Folgen schon produziert und dann irgendwann bei der 6. Folge habe ich mir gedacht, Mensch, ist das toll? Ist das, was die Leute vielleicht auch sehen wollen und macht mir das selbst Spaß oder ist das auch wieder eher so eine Anstrengung? Weil da ist ja auch in diesem Format angedacht gewesen, dass ich halt wirklich auch alles vorlese. Ja? Also wirklich jeden Questtext. Und mit diesem Format wollte ich herausfinden, ob ich auch die komplette Story, die ja dann mit Stormblood weitergehen wird, ob ich halt diese wirklich auch komplett von Beginn an aufnehme als Let's Play. Also wirklich jeden Storystrang, ob Nebenquest, ob Hauptstoryline, alles vorlese oder nicht. Und das wollte ich damit ausprobieren, ob das halt für mich eher nett ist, mir Spaß macht und ob das vielleicht auch bei euch rüberkommen würde.
oder wie, ob es halt gut bei euch rüberkommen würde. Und da muss ich sagen, ist mir dann irgendwann spätestens nach der sechsten Reste-Questen-Folge aufgefallen, das ist echt anstrengend. Also es ist wirklich anstrengend. Also wenn es dann wirklich auch mal so 4 Stunden, das ist ja wie bei den Livestreams, dann durchbubbelst und daddelst, also erredest. Und wenn es dann auch noch bei den Questtexten dann auch versuchst, so deine eigene Fantasie dort einzubringen, was auch das Synchronisieren von den einzelnen Charakteren betrifft, so ein Lalafell, der dann so ein bisschen erquirlig spricht für meine Verständnisse, für mein Verständnis. Und dann hast du dann halt, keine Ahnung, so ein Goblin, so einen osteuropäischen Goblin, den verstehe ich natürlich wieder ein bisschen anders zu sprechen. Und wenn du das dann nochmal so als Let's Play so durchballerst, 4 Stunden lang, dann geht ja die Stimme flöten. Und das ist echt Anstrengung. Das ist auch kein Spaß mehr dann. Dann ist es Anstrengung. Und deshalb musste ich auch feststellen, nee, das mache ich nicht. Ich habe zwar die Aufnahmen schon alle fertig, ich habe sie auch hochgeladen und habe auch überlegt, okay, sollte sie jetzt noch jetzt in der letzten Woche von Heavensward, soll ich es noch veröffentlichen? Und habe gesagt, nee, mach's nicht. Weil das ist so eine Sache, wo man es auch, glaube ich, hinten raus dann auch heraushört, dass es wirklich auch für den netten Sirena eher echt eine Anstrengung ist und dann auch keinen Spaß mehr macht. Und auf der anderen Geschichte habe ich auch feststellen müssen, ich habe ein paar Leute von euch auch gesprochen, um auch mal zu erahnen, was gefällt euch, was interessiert euch. Und habe auch so ein bisschen herausgehört, dass besonders bei so MMOs und wenn es halt um eine Story geht, dann wollt ihr die auch selbst erleben, was ja auch logisch ist. Ich meine, ihr kauft das Spiel, ihr wollt ja auch was erleben. Ihr wollt jetzt nicht nur einen tollen Fight haben, ihr wollt auch die Story wahrscheinlich im besten Fall auch dann wirklich mal aufsaugen, ihr lest euch die Questtexte vor und dann wäre es ja auch dann eher, naja, nicht so sinnvoll, wenn ich dann komplett für euch dann nochmal das alles aufbereite und dann alles vorlese. Denn ich gehe davon aus, dass auch wirklich die meisten von euch auch selbst die Hauptstoryline, die Questtexte auch lesen. Und ich glaube auch nicht, dass das so super ankommen würde. Dass die breite Masse von euch sagen würde, hey geil, da schalte ich ein. Obwohl ich es ja schon mal selbst mir durchgelesen habe. Wisst ihr, was ich meine? Und eine zweite Schwierigkeit, die ich feststellen musste, war gewesen, dass für mich, wenn man das als Let's Play produziert, dann ist es immer schwierig, auch zwischen den Quest-NPCs auch so, sagen wir mal, die Lücken zu füllen. Denn es ist ja so, du bist beim NPC, du kriegst einen Storystrang reingeknüppelt und dann kriegst du gesagt, ja, dann gehen wir zum Geralt oder so, 500 Meter weiter, sprech mit denen. So, dann hast du zwar den Questtext vorgelesen, dann musst du aber 500 Meter gehen. Im besten Fall quatschst du noch ein bisschen über den Inhalt, was Geralt da gerade verzapft hat. Ja, und das typst du dann so, dass du wieder genau in dem Zeitpunkt dann beim nächsten NPC bist, um dann auch die Story so laufen zu lassen. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt ultimativ anstrengend. Denn je nachdem, was du für eine Quest halt gerade gelesen hast oder dabei zu lesen bist, ist halt schwierig, auch diese Lücke zu füllen. Dann ist das halt eher so ein bisschen abgehackt, wenn man es halt nicht so auf die Reihe kriegt, dass das so nahtlos übergeht. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist auch nochmal doppelt anstrengend. Man kann ja nicht währenddessen auch noch so ein bisschen vom Wetter erzählen, wisst ihr? Also es ist halt sehr schwierig und auch eher, glaube ich, der Fakt anstrengend. Und ich glaube, diese Faktoren Anstrengung meinerseits und dass das, glaube ich, eh nicht so euch interessieren würde, habe ich mir gedacht, nee, komm, das machst du nicht. Also, deshalb habe ich überlegt, was kannst du denn sonst machen? Natürlich werde ich versuchen, auf weiterhin die Jobklassen-Quest euch zu präsentieren. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass ich anscheinend die ganzen Handwerks-Quest-Lines, die habe ich bei Heavensward gar nicht so richtig wahrgenommen. Die habe ich oft geskippt. Und da musste ich auch im Zuge des Reste-Questens feststellen, hey, du hast ja noch den Goldschmied, den hast du noch offen, du hast den Grobschmied, hast du noch offen, die ganzen Questlines von Stufe 50 zu 60, da du halt auch eher über die Freibriefe das gelevelt hab. Und das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, dass auch da natürlich, wenn man die Story halt so mal macht, von Level 50 zu Level 60 von den Handwerksquests, ist es auch echt cool. Und das habe ich mir auch überlegt, okay, das werde ich auch versuchen zu Stormblood zu machen. Da ich nicht nur die Jobklassen-Quest, der Kampfklassen euch präsentiere, sondern auch die Handwerks-Quest. Also ich glaube, das könnte interessant sein, zumindest habe ich dazu ein Gefühl. Also das werdet ihr natürlich auch erwarten können. Die Livestreams werden natürlich weiterhin sehr sporadisch kommen, keine Frage. Ja, und sonst habe ich mir auch überlegt, wenn ich halt schon nicht komplett mal die Levelphase als Let's Play rausbringe, dann werde ich das auf eine andere Weise euch präsentieren. Ich möchte nicht zu viel verraten, das ist eine kleine, naja, was ist eine Überraschung.
Also ich möchte jetzt nicht alles herausquatschen, was ich mir vorgenommen habe. Aber zumindest das, was ich so gerade mal anreiße, habe ich mir überlegt, das werde ich dann wahrscheinlich Ende Juni 2017 werde ich es langsam raushauen. Ich habe die ersten Juliwochen, ersten beiden Juliwochen habe ich Urlaub. Und da habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Und da überlege ich dann auch wirklich mir dieses gewisse Projekt auch umzusetzen. Was auch Bezug auf die Levelphase nimmt. Mehr möchte ich nicht verraten. Also das ist so der Plan. Und natürlich auch wieder so ein bisschen zurück zum Ursprung. Hört sich komisch an, aber ist so. Denn früher war es halt so gewesen, dass ich halt Spiele gespielt habe und auch so ein bisschen abzuschalten, um zu sagen, ich daddel mal so ein bisschen vor mich hin und habe so ein bisschen Spaß und habe jetzt auch nicht so den Drang und auch das Verlangen danach, alles so zu teilen auf YouTube. Und einfach mal so ein bisschen abzuschalten, zu daddeln, ohne mal eine Verpflichtung zu verspüren, etwas zu präsentieren. Und deshalb möchte ich so ein bisschen zurück zum Ursprung. Und das bedeutet auch, falls die Leute, also ihr verfolgt wahrscheinlich auch schon mal länger meinen Kanal. Und für die Leute, die es dann nicht machen, möchte ich es kurz erwähnen, was ich damit meine. Es ist halt so gewesen, früher habe ich halt angefangen, die Vier-Mann-Instanzen zu Let's Playen und euch zu präsentieren. Dann irgendwann kam es dazu, dass ich so gewisse Brabbel-Daddel-Folgen veröffentlicht habe. Und diese Brabbel-Daddel-Folgen, das waren so eine Mischung aus, Teamspeak-Talk zwischen Gildenkollegen und über ein paar Sachen zu quatschen, die sich so in Final Fantasy getan haben. Ob es jetzt Patchnotes waren, ob es halt besondere Events waren. Das habe ich so in den Brabbel-Daddel-Folgen verwurstet. Die sind jetzt umgewandelt worden zu den Community-Brabbel-Daddel-Folgen, wo ich mit euch als Zuschauer quatsche und ein bisschen spiele. Und was auch noch dann gewesen ist, da ich auch einige Guides gemacht habe. Besonders zu Beginn von Final Fantasy XIV mit A Realm Reborn war es halt so gewesen, dass es wirklich wenig deutschsprachige YouTuber gab, die Hilfestellung geleistet haben. Ob das jetzt Raid-Guides waren oder auch Hilfestellungen, wie bastle ich mein Interface und, das gab es halt früher so gut wie gar nicht. Und da habe ich so eine kleine Lücke gefüllt, nenne ich es jetzt mal, im deutschsprachigen Raum. Und habe da im Zuge die verschlungenen Schatten von Bahamut, das war der erste Raid-Content in Final Fantasy XIV Realm Reborn, habe ich halt Guides gemacht. Und ich möchte jetzt nicht euch versprechen, dass ich wieder auch dann Guides machen werde, wenn das ist wieder der Zeitfresser und der Zeitfaktor, den ich habe. Aber ich möchte auf eine andere Weise, möchte ich auch so ein kleines Projekt wieder starten oder aufleben lassen, was auch dann eher Hilfestellung leistet für die Leute, die vielleicht neu ins Spiel reinkommen. Ja, so kleinere Tipps, kleinere Tricks und da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. All das sind so Eckpfeiler, die ich mir jetzt vorgestellt habe. Also mal zusammengefasst, Livestreams werden spontan kommen, die Jobklassenvideos werden natürlich kommen, da werde ich mir treu bleiben, werde auch die vorlesen, synchronisieren, da habe ich Spaß dran. Und da werde ich mir die Zeit für nehmen. Dann habe ich die Handwerksquest, das gab es bis jetzt auch noch nicht. Die werde ich dann auch Let's Playen, auch raushauen auf meinem Kanal. Da ich denke, das ist auch eine coole Abwechslung, hat eine nette Story. Dann werde ich halt schauen, dass ich die Levelphase euch auf eine Art und Weise präsentiere, die interessant sein könnte. Also da lasst euch überraschen. Und immer so kleine Tipps und Tricks am Rande, ganz kurz und knackig, werde ich euch präsentieren, die aber eher, glaube ich, interessant sein werden für die Leute, die halt neu im Spiel Final Fantasy XIV sind. Da ich denke, da ist einfach zu wenig der Fokus drauf. Es gibt zwar das Mentor-System, schon seit ein paar Monaten, ist auch sehr gut, wo man ja auch sozusagen in-game sich untereinander hilft, aber ich glaube auch so in schöner, aufbereiteter Videoform, spezielle Themenbereiche, da sowas gibt es halt leider noch nicht. Oder nichts Aktuelles. Und ich glaube halt mit Stormblood könnte das sehr relevant auch sein, da das ja auch wieder so ein Neuanfang ist. So. Jetzt habe ich so viel Quatsch, meine Jüde, Leute. Mir geht schon wieder die Puste aus. Ich bekomme mir vor wie so ein Schokobo beim Gold Saucer-Rennen. Und ich bin einfach nur dumm rumgestanden und habe nichts gemacht. So. Jetzt habe ich so ein bisschen meine Gedanken gesortiert und geordnet und euch so ein bisschen up to date gebracht. Und ob das so alles funktioniert, wie ich es mir vorstelle, ist halt wieder von vielen Faktoren abhängig. Aber ich wollte euch mal ein bisschen meine Gedankengänge präsentieren. Und falls euch das gefällt oder falls ihr auch noch andere Vorschläge habt, schreibt bitte in die Kommentare. Ja? Ich mache das hier nicht zu meiner eigenen Belustigung, natürlich auch, aber hat natürlich auch einen großen Faktor, dass es euch gefällt, dass es gut ankommt und auch wenn euch das gefällt, gebt den Videos gerne auch einen Daumen hoch. Mich würde es freuen, sage ich immer wieder mal.
Und nicht nur mir, sondern auch anderen YouTubern. Ich kann euch sagen, das ist so eine kleine Wertschätzung. Natürlich sieht man auch die Aufrufzahlen. Das ist auch eine Geschichte, die natürlich einer freut. Aber wenn man dann auch nochmal merkt, okay, hey, das war jetzt nicht so ein spontaner Klick aufs Video, sondern einfach auch so, ist eine bewusste Entscheidung, das hat mir gefallen, ich gebe den ganzen mal einen Daumen hoch. Darüber freut sich jeder YouTuber. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. So, also, abgeschlossen das Thema. Und jetzt würde ich sagen, nachdem ich meine Gedanken so ein bisschen sortiert habe, werde ich jetzt mal das Inventar sortieren und mit euch mal bequatschen, was hat sich so alles angesammelt, was brauche ich, was werde ich jetzt hier mal entsorgen. Da steht jetzt nächstes an. So, das bedeutet, was ich so gemacht habe die letzten Jahre, da ich ja seit Release eigentlich meinen Barden als Main-Charakter spiele, habe ich alle Sachen des Barden aufbewahrt. Und dem möchte ich mir auch gerne treu bleiben. Das heißt, ich habe auch schon von Level 50 die ganzen Badenklamotten aufbewahrt und davon werde ich mich auch nicht trennen. Das heißt, wir schauen mal, was habe ich in dem Inventar. Was haben wir hier? Also, Bade, nein, das schmeißen wir nicht weg. Nein. Oh, das war der Bogen. Hier, der Teak Holzkompositbogen. Das war eine Heidenarbeit, Leute. Mit den ganzen Materie reinknüppeln. Da werde ich auch wieder so ein bisschen, kriege ich ein paar, da holt mich die Vergangenheit ein. Das war ein Kraftakt, hier die ganze 5er Materie reinzuknüppeln. Das war der Handwerksbogen. Sehr schön. So, was haben wir noch hier? Der Sephirot-Bogen, ne, das werden wir alles nicht weghauen. PvP-Bogen auch nicht. So, Bade. Hier, was ist das hier? Dunkelritter. Ach so, das ist die 235er-Set. Ne, das werde ich auch nicht wegschmeißen. So, aber hier Maschinisten. Das brauche ich nicht. So, warte. Das heißt, ich teleportiere mich zuerst mal nach Kreuzgang. Und werde dort mal zuerst mal gucken, wie viel Staatstaler ich habe. So, und dann will ich mal gucken, wie viel ich noch ausgeben kann. Also, auf geht es. Ach meine Güte, noch ein paar Tage, dann ist also Stormblood ready. Mich freut's. Und ich hoffe, dass ich dann wieder auf der Höhe bin und dann richtig aus voller Kraft schöpfen kann. Nämlich aktuell bin ich noch etwas angeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb ist das alles auch so ein bisschen schwerfällig aktuell. Selbst zu sprechen ist eine Anstrengung, aber das ist ein Thema für sich. So, also, Lieferaufträge erledigen. Wir schauen mal kurz, was wir hier so entsorgen können. Also eintauschen können. So, Staatszahler sieht gar nicht so schlecht aus. 75.000, knapp von 80, der ist so viel, kann ich eh nicht mehr hier sammeln. So, was war das jetzt hier? Das war hier beseelt. Achso, nee, das ist die legendäre Questreihenwaffe ist das. Vom Maschinisten. Nee, die kann ich nicht weghauen. Jetzt fängt es wieder an, ja. Kloto kann ich auch nicht weghauen. Das ist hier zwar oldschool Handwerkszeug. Aber für Style würde ich nicht weghauen. Vom Weber. Das werde ich ins Kostbarkeitenkabinett reinknüppeln. Hier vom Gärtner ebenso. Das kommt ins Kostbarkeitenkabinett. Das ist, was haben wir hier? PvP, na, das will ich auch nicht wegschmeißen. Das können wir entsorgen gleich. Bade. Oh, ich sehe es schon kommen. Es wird wieder sehr schwer fallen, hier weit wegzuhauen. Das sind die ganzen PvP-Klamotten. Die sehen recht cool aus. Die will ich mir jetzt auch nicht alle weghauen. Das sind die Belohnung für die Ingame-Tage. Ein paar Event-Sachen. Ja, okay, da kommen wir jetzt gerade aktuell nicht weiter. Das kann ich nicht weghauen. Das würde mein Herz nicht vertragen. Das sind die ganzen PvP-Sachen. Hier, das können wir auch weghauen. Also hier kommen wir nicht weiter. Okay, warte. Warte mal. Das ist alles hier Bade. Ich habe so viele Badenklamotten. Aber warte hier. Sagenhafte Gurtlist hier. Jetzt können wir weghauen. Ist zwar vom Baden, aber trägt wenig zum Style zu. Wisst ihr? Also Gürtel, das sieht man eh nicht. Da kann man weghauen. Also, sagenhafte, aber was denn der sagenhafte, der unglaublich sagenhafte Gürtel. Da, den hauen wir weg. So, den brauche ich nicht. So, also Ringe könnte man eigentlich auch wegknüppeln. Die sieht man auch nicht und die sind eh dann wieder total veraltet, sobald es mit Storm losgeht. Okay, warte. Dann werden wir zuerst mal zum Kostbarkeitenkabinett uns nochmal ins eigene Haus teleportieren. Und werden schauen, welche Sachen wir einlagern können. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ja, das machen wir.
das machen wir als nächstes. Und sobald wir das gemacht haben, schauen wir mal auch bei den Gehilfen, was da alles gelagert ist. Und später muss ich auch noch schauen, dass ich, das habe ich vergessen, bei dem Gold Sorcerer Festival 2017 Video, was ich veröffentlicht habe, da habe ich extra noch gesagt, meine Güte, ich muss das noch aufschreiben. Ich muss das noch aufschreiben, da ich mir die Frisur noch neu machen muss. Da gab es eine neue Frisur. Habe ich ein Magazin erlernt, den Gold Sorcerer. Und das heißt, ich werde mir auch eine neue Frisur gleich noch verpassen. Mit euch zusammen. So, aber vorher müssen wir was einlagern. So, hier, da tauchen wir rein. Na verdammt, kann ich nicht reinhauen. Ich muss das repariert haben. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Naja, immer ist die Musik schön hier im Haus. Krieg ich gute Laune. So. Hab ich hier keinen Reparateur? Hallo? Wieso da? Ah ne, ist die unten? Ich glaube, die war unten, oder? Da stand ja auch noch ein NPC. Die repariert da, oder? Ja, genau. Reparaturen, sehr gut. Einmal alles reparieren, alle Gegenstände. Denn erst dann kann man dies ins Kostbarkeitenkabinett einlagern. So, wenn das und das ich das hier so mache, ne, schreibt auch nochmal rein, was macht ihr denn so jetzt hier in den letzten Zügen von Heavensward? Wie fühlt ihr euch mit dem Gedanken, dass das jetzt alles wieder von vorne losgeht? Das ist ja wirklich so. Das ist eine Erweiterung, heißt ja mal alles von vorne mehr oder weniger. Neues Level, neue 10 Level kommen dazu pro Klasse. Neue Klassen an sich. Also schreibt mal rein. Wie empfindet ihr das so? Und habt ihr jetzt auch noch so viel gemacht? Oder seid ihr noch dabei? Auch hier vielleicht Inventur, also eine Inventur zu betreiben hier. Schreibt's mal rein, denn ich habe echt ein mega Inventarproblem. Das wisst ihr, ne? Das habe ich ja schon, keine Ahnung, seit einem halben Jahr. Also im halben Jahr fühle ich mich, als wäre ich der ultimative Messi. Ich weiß auch nicht, ob das nur bei mir so ist. So, wir lagern hier alles rein. Hier Singdrosselstiefel. Oh, so viel Style-Klamotten. So, sehr gut. Jetzt haben wir doch schon wieder was. Etwas mehr Platz. Aber warum ich zum Beispiel hier die Wünscheltunika nicht rein kann, das verstehe ich nicht. Habe ich die schon? Warte mal. Denn normalerweise kann ich ja alle Event-Sachen hier reintun, oder nicht? Das ist ja vom Weihnachts-Event. So, Rumpf. Achso, warte mal. Verdammt. Entfernen schauen wir kurz. Hier ist ja alles aufgelistet, weil ich habe, meine Güte, so viele Sachen. Da seht ihr, ich habe alles aufbewahrt. Die ganzen Gegenstandsstufe 50 oder die 50er Jobklassen-Outfits. Die ersten, die gekommen sind hier. Vom Mönch, vom Paladin, vom Krieger. Alles aufbewahrt. Guckt euch's an. Und ich habe auch die Hoffnung, dass man irgendwann vielleicht die ganzen PvP-Sachen einlagern kann. Dass hier so ein Reiter kommt mit PvP. Denn das ist auch schade drum. Die sehen recht cool aus, die PvP-Klamotten. Und das wäre doch cool. Nochmal so einen separaten Slot für PvP-Klamotten. Jetzt haben wir Artefakte, saisonal Errungenschaften und anders. Und da fehlt noch PvP. Ist meine persönliche Meinung. So, warte mal, warte. Das ist ja saisonal. Das hat ja das Weihnachts-Event gewesen. Haben wir die vielleicht schon hier drin? Die Kutte? So, sie scrollen mal runter. Nee, Sternlichtrobe. Das ist so vom Weihnachts-Event, aber die Wünscheltunika legen wir die auch mal an, wie die ausschaut. Ja, ist ein bisschen knapper. Aber warum kann ich die nicht reintun? Das verstehe ich nicht. Warte, Sternlichtrobe, Sternlichttunika, ist das das gleiche? Nee, guckt euch an, ich habe drei verschiedene Weihnachtsoutfits. Aber hier, das sieht eher so ein bisschen sehr kuschelig aus. Dein Sternlicht-Tunika ist auch wieder kürzer. Und was damit? Wünschel-Tunika, wie sieht die aus? Sieht auch wieder anders aus. Drei verschiedene. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Warum kann ich sie einlagern? Also die Logik verstehe ich dahinter nicht. Hier sind ja wirklich alle Event-Sachen drin. So, unglaublich. Aber was habe ich denn hier? Okay, okay. Oder hier so Wanu-Wanu-Beine. Das ist ja auch so erst ein Style-Items von den wilden Stämmen. Warum kann ich die auch nicht reinhauen? Das nimmt einfach nur einen Slot weg. Gegenstandsstufe 1. Meine Güte, das brauche ich einmal im Jahr, wenn ich mich irgendwie zu Karneval verkleiden will. Verstehe ich nicht. Ärgerlich. Hier, Errungenschaften. Oh. Ja, ich auch schon ein paar. So, und anders? Okay. Ja, da kommen wir nicht weiter. Egal. Mal weiter. Also. Oder hier zum Beispiel die Moki-Pantoffeln. Ganz ehrlich. Das sind so Sachen,
Oder Morgenröte Stiefels Abenteuers, Stufe 1 Klamotten. Die sollte man alle, sollte man diese ins Kostbarkeiten-Kabinett reinhauen dürfen. Das ist einfach nur, also kein Müll, aber es ist einfach eine Sache, die braucht man nicht so oft. Also sehr ärgerlich. So. Aber jetzt haben wir schon wieder ein bisschen mehr Platz. Von 3 sind wir jetzt auf 10 freie Slots gekommen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Das wird, glaube ich, eine etwas längere Folge werden. So. Also, was machen wir jetzt hier? Oh, was können wir weghauen? Also, das können wir weghauen, brauchen wir nicht. Da können wir verkaufen. Macht immer. Wer das Gil nicht ehrt, ist das Gil's nicht wert. So. Einmal. Ja, eigene Gegenstände auf dem Marktplatz anbieten. Können wir was vertickern? Ja, guck mal, die Wünschel-Tunika kann man sogar verkaufen. Wie teuer ist die denn? Naja. Ne, machen wir nicht. Oder hier die Woll. Gala-Schuhe. Hui. Ne, das verkaufen wir nicht. So, ich möchte aber hier was vertickern. Warte mal, warte mal. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn jetzt? Bin ich gerade blind? Ich will ja hier was verkaufen. Wieso geht das nicht? Ach so. Warte, warte. Geht das nicht? Geht das nicht? Gegenstand zum Verkauf auftragen. So geht's doch so. So, was haben wir denn noch hier? Was habe ich jetzt verkauft? Achso. Ja, das passt eben. Gut, das verkaufen wir auch. Ja, ja, brauchen wir nicht. So, was haben wir noch zu verkaufen hier? Schlangenleder, Gala-Handschuhe. Sind die toll oder so? Ja, weiß nicht. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Nee. Brauchen wir nicht. Weiter. Wir räumen hier gnadenlos auf. Was haben wir hier? Armreif des hohen Mediums. What? Was ist das denn? Wo habe ich das alles her? So viele Klamotten. Och, wie sieht das denn aus? Sehr schön. Ja, kann ich aber auch nicht einlagern. Hier. Oder Butler-Handschuhe. Ah, das habe ich verpeilt. Die brauche ich gar nicht, weil das sind ja nur für Mann. Das war auch hier. Na, aber soll ich es wegschmeißen? Vielleicht werde ich hier einfach mal als Mann hier erscheinen. Na, wobei unwahrscheinlich. Können wir auch verkaufen. Das kann ich nicht verkaufen. Okay, muss ich wegschmeißen. Ah, hier Taille. Ja, das können wir auch eigentlich eintauschen gleich noch. Wanu-Wanu-Beine. Nee, nee, nee. Das schmeißen wir nicht weg. Oder verkaufen wir auch nicht. Hier Hausmädchen, Pumps. Der geht auch nicht. Butler-Sachen. Nein, nein. Das ist echt schwierig. Okay, lassen wir es mal so. Ja, so, passt. So, was haben wir noch? Jetzt haben wir wieder 2, 3 Plätze mehr. So, was können wir noch hier weghauen? So, die Frage ist natürlich mit den Totems, ne? Das ist ja auch eine Geschichte, auch so ein Platzfresser. Die sind ja erst dann wirklich zu nütze, wenn man 100 Totems hat. Das ist ja von den Primär-Fights. Wenn man 100 Totems gesammelt hat, dann kann man das Mountie sofort holen. Oder man hat halt Glück, es droppt und man kommt. Jetzt ist die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit Stormblood noch die alten Primes abfarme? Weiß nicht. Aber auf der anderen Seite, diese wegzuschmeißen, wäre auch schade, oder? Egal, komm, wir schmeißen sie weg, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass ich da so richtig Bock drauf habe, dann nochmal 100 Runs zu machen im Worst Case. Und da ich eh noch nicht so viele Totems habe, werden wir die einfach weghauen. So. Also, für die Leute, die nicht wussten, Totems sind so kleine, ja, Belohnung der Primär-Fights im Extreme-Modus. Und da, wenn ihr 100 Stück davon habt, könnt ihr sie eintauschen. Aktuell in Vorhalde. Ich weiß nicht, wie es mit Stormblood sein wird. Ob dann auch die ganzen NPCs dann verlagert werden. Gut, was haben wir noch hier? Beschädigte Schließkassette. Ist das nicht von, von was ist denn das? Ist das nicht von Palast der Toten? Diese Schließkassette ist so schwer beschädigt, dass der Inhalt vermutlich nicht mehr intakt ist. Die meisten Schlüsselmeisterinnen werden sich nicht mit dem Öffnen befassen, solange du ihnen nicht direkt mehr davon bringst. Oder war das vom Diadem? Ich weiß nicht, lass was mal. So, das war jetzt hier von A12 Savage. Habe ich letztens hier gemacht mit der Gilde. Nochmal liebe Grüße an meine Gilde und vielen Dank dafür. Die habe ich mal einfach so mit A12 Savage genommen und da habe ich auch mir das Mount noch geholt. Oder bekommen, eher gesagt, hier. Hier. Da hat ein Moped. Da hat unglaublich große Moped, was fast so groß ist, so hoch ist wie ein Haus.
Das habe ich auch noch bekommen. Also vielen Dank nochmal an meine Gildenkollegen und dass sie da ja, mich mal mitgenommen haben. Also sie gesagt haben, komm Sairina, hast schon seit einem halben Jahr nicht geredet. Ich pack die mal ein. Ja, mal gucken, ob es da drauf hat. Hast, ne? Hat auch geklappt. Am zweiten Try hatten wir A12 Savage Down. Natürlich im sehr gut eingespielten Setup, ne? Also es lag jetzt nicht an meiner Glanzleistung unbedingt. Aber ich habe mich doch recht zügig wieder reinfinden können. Trotz halbem Jahr Inaktivität des Raidens. So ist es halt. Gut, was haben wir noch? Buff-Food, ja, das können wir noch brauchen für die Levelphase. Ja, Carbomateria, nee. Das können wir vertickern eigentlich. Können wir es verkaufen, oder? Das kann man sich immer wieder aus dem AHA holen oder abbauen oder. So, das können wir einfach weghauen. Für 999 Schiel Schnäppchen. Schlag zu. Sehr gut, weiter geht's. Also wie gesagt, das sind diese Fragmente. Ich glaube, man braucht 8 Stück oder 10. 8 oder 10 für die Waffe zum Beispiel. Kann man auch dann eintauschen. Ein Frohhalde aktuell noch. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich A12 Savage machen werde? Ich weiß nicht, auch sehr gering. Aber wir lassen es mal. So, Xal Eichenmünzen. Ja, das ist die Frage. Können wir noch was Tolles holen? Warte mal. Xal. Wo waren die Xal nochmal? Die Xal waren... Da war ich ja letztens erst gewesen. Kleine Alamigo? Ne, das waren die Amaljal. Die Xal. Wo waren sie jetzt? Boah, Leute, ich habe das auch erst letztens nochmal besucht. Warte. Es liegt schon so lange her, irgendwie gefühlsmäßig. Xal. Das ist ja noch von Arena Reborn Zeiten. Wo war es nochmal? Amaljal waren beim kleinen Alamigo. Die Sylphen waren im Ostwald, also zumindest im Finsterwald. Die Kobolde waren da eher Lanosia-Bereich. Die Sahagin waren auch im Lanosia-Bereich Richtung Bierhafen und die Xal. Ey, bin ich jetzt total plemplem? Wo waren die Xal? Boah, Leute. Ist einfach schon so viel Content. Warte mal. Xal. Rim Reborn, altes Gebiet. Nein. Vielleicht doch bald. Waren die Xal? Ah, ja, warte. Xal waren doch Herbstkürbisse, oder? Nordwald, Crafter-Fraktion, Xal, bin ich richtig? Ich hoffe, ich trete jetzt nicht ins Fettnäpfchen. Ah, da bin ich mir ja letztes Mal vorbeigeritten, als ich hier mein Reste-Questen-Format begonnen habe. Da musste ich nicht zum Geralt oben, da war noch eine Quest offen. Ich glaube, das waren die Xal, wo ich da durchgeritten bin. So, fliegen wir von dannen. Oder schweben wir von dann. Das ist echt ein Riesenmoped, ey. Ich glaube, das ist das höchste Mount, was es aktuell gibt. So, mit der Kampfmusik. Ich glaube, das waren die Xal, oder? Hier, da wo die roten Symbole sind. Ich glaube doch sehr. Jetzt schauen wir mal, was man da so bekommt. So. Das müssten die Xal sein. So, wo können wir es? Xal Händler, da vorne. Schauen wir mal, ob die noch was für uns haben. So, solidarisch. Okay, da können wir für Gil kaufen. Ein paar Sachen. Nein, das brauchen wir nicht. Ich habe hier ein paar Münzen noch, diese Eichenmünzen. Ah, man kann sogar Materie dafür kaufen. Ui. Na gut, Dreier Materie ist das höchste Gefühl hier. Aber ich könnte mir 45 Dreier Materie holen. Das ist jetzt echt die Frage, ob das Sinn macht. Macht das Sinn? Ich weiß ja nicht so richtig, wie es zu Beginn sein wird mit Stormblood, ob die Leute dann wirklich noch die 1er, 2er, 3er Materie brauchen, speziell was das Handwerk betrifft. Ich glaube, das könnte gar nicht so unwichtig sein. Warte, ich schau mal kurz. Was gibt's da noch? Da gibt es hier noch ein paar Crafter-Items. Na, die sind aber eher für den Eimer, glaube ich. Nee, ich glaube, da macht es Sinn, wirklich Materie zu holen. Da kann man was raushauen, glaube ich. So, was könnte man gebrauchen? Einfach für die Dreier-Materie. Sowas wie Kontrolle, HP und Kunstwerk. Ich glaube, das macht Sinn. So, warte, dann kaufen wir ein bisschen ein. Ich habe 45, der Wahnsinn. So, okay, warte. Wir kaufen mal hier 5 von denen. Fachkenntnis-Materie. Schau mal, wie viel das gleich wert ist. So, einmal. Dann holen wir noch hier
die HP auch nochmal 5. So, 5 HP Materia, wir schauen mal. Wir nehmen von jedem mal etwas mit, dann auch noch Kunst, ja, Kunstfertigkeit auch nochmal hier. 5 Stück. Auf geht es. Hab hier noch voll viel, warte mal. Macht's auch Sinn, denn hier SP vielleicht auch nochmal für die Sammler und Wahrnehmung? Ich glaube eher Handwerk wird eher benötigt, ne? Und dann glaube ich eher sowas wie HP und Kunstfertigkeit. Ist schwierig, ich bin echt nicht up to date. Warte, dann machen wir so. Dann holen wir davon noch 10 Stück. 10 Stück nochmal davon. Dann holen wir 10 Stück von HP Materia. So, das passt. Und Kontrolle auch nochmal 10, dann sind wir fertig. Ich bin gespannt, wie viel das aktuell wert ist. Und wie viel das dann auch bei Stormblood vielleicht wert sein wird. Natürlich kann man jetzt hier so ein bisschen auch auf Risiko spielen. Und, naja, man kann jetzt ein bisschen im Auktionshaus ein paar Materie-Sachen, die da recht günstig aktuell vielleicht sind, rauskaufen und hoffen, dass mit Stormblood dann wieder explodiert von den Preisen. Ich glaube nämlich nicht, dass mit Stormblood komplett neue Materie reinkommen wird. Ich glaube, die 1er, 2er, 3er wird es geben, wie gehabt, die 4er, 5er auch. Ich weiß nicht, ob es aktuell auch eine 6er angepeilt ist, also die so eine ganz krasse Materie. Ich glaube aber aktuell nicht. Also eher so eine Materie 5 Plus oder sowas. Die zwar nicht offiziell als 6er betitelt wird, aber halt schon besser als die 5er ist. Habe ich mal gehört. Das heißt, es wird, denke ich mal, schon auch noch so relevant sein am Anfang. Doch, glaube schon. Die 3er Materie zu kaufen und einzusetzen. Wir schauen mal. Ja, okay. Also ich könnte es jetzt vertickern, ne? Um die 4000 aktuell, 4900. Warte mal, guck mal. 4900. 73.000 wären es, aber ich behalte sie einfach mal. Ich spekuliere drauf, dass die 3er Materie, was das Handwerk betrifft, teurer sein wird. Also teurer als 4000 pro Stück. Also, lassen wir mal im Inventar, können wir auch leer gebrauchen. So, was haben wir jetzt hier? Als nächstes, Schwarzkupfergill. Schwarzkupfergill war doch auch von der Fraktion, oder? Die Frage wieder von was eine Fraktion? Amaljal? Es könnte Amaljal sein. Sylphen glaube ich nicht. Kobolde? Kobolde oder Amaljal? Okay, wir teleportieren mal nach Klein Alamigo. Ich bin mir nicht sicher. Schwarzkupfer, Schwarzkupfer. Schau mal. Oh Gott, Strecken hier. So, also. Auf geht es. So, was haben wir hier? Achso, Freibriefe. Ne, brauchen wir nicht. So, aber ich bin ja froh, dass ich auch die ganzen Fraktionen habe ich auch sozusagen auf Maximum gebracht. Sprich, die höchste Rufstufe erlangt. Nicht nur von The Rune Reborn, ihr seht hier, sondern auch von Heavensward. Und da bin ich recht froh drum. Als letztes habe ich auch die Gnats und die Mogris auf solidarisch gebracht. Vor knapp 3 Wochen. Alles gefinisht. Natürlich die Klassen habe ich auch alle auf Level 60 completed. Und die Handwerker auch, die Sammler. Also ich bin wirklich prepared für Stormblood. Und ich freue mich schon sehr drauf. Ich freue mich drauf, dass der Bade anscheinend komplett umfunktioniert wird. Ja, habe ich ja schon ein bisschen was gelesen und mich gespoilert. Nicht allzu viel, ich wollte es nicht auf mich zukommen lassen, aber es scheint ja so, als würde der Barde wieder so seine Mobilität wieder bekommen. Das heißt, er wird von seiner Cast-Zeit befreit werden. Das freut mich. Also auch wieder zurück zum Ursprung, das ist ein Thema. Nicht nur mein Barde, mein Ingame-Charakter wird einen Schritt zurückwagen in die Vergangenheit, zurück zum Ursprung, sondern auch ich mit meinem YouTube-Kanal eher so wieder back to basic. So, schauen wir mal kurz. Warte mal, ja. Das ist für Gil, das brauchen wir nicht. Schauen wir mal. Ist das? Nein, Quatsch. Amaljal Stahlschwert ist hier die Währung. Die Kobold. Könnte es noch die Kobold sein? Schwarzkupfer Gil? Ich bin mir nicht sicher. Das wäre hier Camp Ausblick. Die Kobolde. Schauen wir da nochmal, sonst kloppen wir es weg. So. Okay. Dann parallel läuft ja auch noch das Gold Sorcerer Festival 2017. Habe ich, wie gesagt, auch vor ein paar Tagen Video rausgebracht. Und da war ich ja auch fleißig zugange. Habe die letzten Tage unglaublich viele Minispiele gemacht und auch so viele Trabantenkämpfe. Ich kann es einmal kurz zeigen. Als ich die Aufnahme gemacht hatte vor ein paar Tagen, hatte ich noch um die 480.000 MGP.
Und jetzt habe ich das Event mal etwas intensiver betrieben und habe jetzt hier, seht's, um die 855.000 MGP, also schon ordentlich vorangekommen. Dank des Events und auch dank der Trabantenkämpfe. Damit kann man recht gut MGP aktuell noch farmen. Also das kann ich euch auch noch ans Herz legen. So, jetzt schauen wir hier nochmal kurz. Ne, auch nicht. Titan, Kobalt, Eisenstücke sind es, die man hier braucht. Okay, schmeißen wir es weg. Also Schwarzkupfer, Gil brauchen wir. Falls doch, Pech. So, währenddessen geht es zu den Mogis. Da habe ich auch noch Kupo-Nuss-Dinger. Das ist auch eine Belohnung gewesen von den Dailies. So, das habe ich einmal nach Mogling und währenddessen erzähle ich noch ein bisschen über das Event. Das Gold Sourcer Festival. So, was ich auch ganz vergessen habe, so noch ein bisschen konkreteres Feedback zu geben von dem Gold Sourcer Festival. Ja, was soll ich sagen? Also die Questline war ja wirklich sehr, naja, überschaubar. Das war ja irgendwie so 3 Questtexte und fertig. 30.000 MGP und viel Spaß im Leben, nach dem Motto. Hatte ich mir auch so ein bisschen mehr erwartet. Man merkt natürlich schon, dass dieses Festival und dieses Event eher so ein Lückenfüller ist. Also ein richtiges Lückenfüller-Ding. Ist nett gemacht. Ist auch schön, dass auch zumindest dadurch Gold Sourcer wieder wirklich belebter ist als sonst. Aber es liegt natürlich auch daran, dass wahrscheinlich viele Spiele aktuell nicht mehr so viel zu tun haben im Spiel Final Fantasy XIV. Und es kaum abwarten können, halt auf sich auf Stormblood zu stürzen. Ich hatte mir so ein paar mehr Questtexte erwartet, auch mit dem Gottbeard hier, mit dem, der keine Schlüpper trägt, also der mit der kurzen Hose, dass ein bisschen mehr lustigere Dialoge entstehen würden, aber leider nicht. Aber zumindest hat es meinen MGP-Pool vorangetrieben und mich motiviert, auch da jetzt eifrig zugange zu sein. Also festgehalten, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, aber mal gut. Mal schauen, was die nächsten Events mit sich bringen. Ich glaube, das nächste Event müsste das Sommer-Event sein. 2017. Kommt wahrscheinlich auch parallel zu Stormblood. Wahrscheinlich so im Juli wahrscheinlich spätestens. Juli, August kommt dann auch das Sommer-Event. Und dann werden wir wahrscheinlich alle wieder im Bikini rumrennen. Naja. Bis jetzt waren die Events ja alle sehr kurz und knackig. Aber trotzdem auch immer wieder anders. Es ist nicht so wie in anderen MMOs. Wie zum Beispiel WoW. Zumindest war es vor vielen Jahren so gewesen. Dass die Events wirklich 1:1 waren. Also wirklich nichts Neues. Und hier gibt es immer so kleinere Änderungen, ob sie Belohnungen sind, ob sie Questtexte sind. Und weil ich halt sehr cool finde, dass auch teilweise die Events vom Vorjahr, also Event vom Vorjahr auf das Event vom nächsten Jahr mit aufbaut, von der Story her. Dass es so einheitlich ist, wisst ihr? Dass es also nicht nur unbedingt abgehackt ist, also unabhängig von dem, was im Jahr zuvor passiert ist, sondern auch teilweise die Events halt auch wirklich nahtlos übergeht. Natürlich verstehen das nur die Leute, die auch schon länger Final Fantasy spielen in dem Fall, aber trotzdem cool. So, und aber cool, ich will hier ein paar Sachen eintauschen. So, diese Nüsse, genau, da haben wir sie doch. Die Kupo-Nuss-Geschichte. Oh, was können wir hier noch tauschen? Ach so, hier Glasfasern, Knochensplitter, das sind die Sachen für die legendären Waffen. Also für einen Step der legendären Waffe. Ja, das brauche ich aber nicht. Das macht mir nichts. Sowas hier, Expertenhut. Die habe ich mir, glaube ich, nie geholt, die Crafter-Sachen, oder? Anprobieren. Oh, das wird mir noch mehr das Inventar zum Müll, wenn ich mir noch holen würde. Boah, was soll ich denn sonst damit? Ich hab 99. Was mach ich damit? Keine Ahnung. Also besitzen tue ich es, glaube ich, nicht. Also für Style will ich es holen, ne? Aber... Mist, was mach ich jetzt damit? Es gibt keine Gegenstände, die mir... Also die ich verkaufen könnte, sehe ich das richtig? Warte mal. So, hier nur für Gil ein paar Sachen. Werkzeuge kann man auch noch für Gil kaufen. Waren solidarisch auch nur für Gil. Also ich kann eigentlich nur... was kann ich machen? Ich kann mir echt nur die Klamotten holen dafür. Der Rest ist sinnfrei, denn die Sachen kann ich auch nicht verkaufen. Hm, wer lacht denn da? Hm? Ach, hab ich den angeschrieben hier? Na, wir sind da hier. Shion Nizumi. Na, das freut mich aber. Da freut sich aber auch jemand. Ja, vom Feinsten. Da muss ich aber hier mal umarmen. Warte mal. Winken. Und ans Herz drücken. Mensch, Shion. Shion Nizumi. Hat geschrieben. Im Chat. Ha, du bist doch der YouTuber. Danke, hast viel geholfen. Ja, freut mich. Bist hier voll in der Aufnahme drin. So, warte mal. Freut mich zu hören. Freut mich zu hören. Nun bist du auf
YouTube. Bin gerade dabei, eine Folge aufzunehmen. Menschion, das freut mich. Das freut mich besonders, da mir die Melitus, Melitus Lux, die hat mir vor ein paar Tagen gesagt, so, sie war in Instanz gewesen, da hat sie auch jemand erkannt und war total euphorisch, boah, bist du die Melitus von Seed und so weiter und ja, und dann war das so gewesen, dass sie sogar gefragt wurde, ob sie dann am Ende der Instanz ein Foto machen dürfte mit ihr. Also der Charakter hat gefragt, also die Person hat gefragt, ob sie ein Foto mit Melitus machen dürfte, also jetzt im Spiel. Und ich dachte, ja klar, und sie hat sich voll gefreut. Also nicht nur die Person Melitus zu sehen, sondern auch Melitus fand es total lieb und nett. Also auch an der Stelle liebe Grüße an die Person, die Melitus Lux in der Instanz getroffen hat. Ja? Und Melitus Lux hat sogar deinen Namen aufgeschrieben und wollte und möchte beim nächsten Livestream dich namentlich erwähnen. Kann ich mal sagen. Also auch nochmal vielen Dank an euch, die uns auch so in Instanzen begegnen oder auch hier auf dem eigenen Server und uns erkennen und anschreiben und schreiben, das ist echt cool, das, was wir machen. Also vielen Dank dafür. Echt cool. Und das gleiche auch bei Rin Masami. Natürlich die Rin. Kennt ja auch jeder. Rin ist ja auch hier ein, wie soll man sagen, ein, gehört fest zum Seed-Movie-Inventar. Auch schon seit Beginn an dabei. Seit Final Fantasy Release mache ich mit diesen beiden Ladies, den wundervollen Damen, betreibe ich das hier. Und sie wurde auch erkannt von der Person. Das war bei Dune Skies gewesen. Und sie hat dann auch noch einen Kommentar hinterlassen unter einem Video bei mir. Und ja, große Story. Also ich will sagen, vielen, vielen Dank an euch, die auch sozusagen in-game uns anschreiben und uns eine Rückmeldung geben. Echt cool. Ja, in dem Fall Shion Nitsumi. Ja, und sie freut sich. Super. Ach, das macht mir direkt wieder gute Laune. Also nicht, dass ich jetzt schlechte Laune gehabt hätte, aber das meine ich einfach. Es ist einfach eine schöne Geschichte, durch kleine Anmerkungen eine Rückmeldung zu bekommen, dass das euch so gefällt. Und das zum Thema auch Daumen hoch. Wer schreibfaul ist, kann auch einfach einen Daumen hoch geben. Da freue ich mich mindestens genauso drüber. Gut, aber jetzt genug gequasselt. Auf jedes. Was mache ich jetzt mit den 99 Kuponus-Teilen? Ich weiß es nicht. Ich meine, es gibt hier die Pionier-Geschichten als Set und es gibt einmal Expert. Was mache ich? Ist doch alles für Mann und Frau, ne? Können beide tragen. Warte, was schaut denn toller aus? Pionier anprobieren. So, das ist eher die Pionier-Brustgeschichte. Dann habe ich hier die Expert. Also ich würde es mir jetzt nicht holen für wenige Stats, weil die so toll sind. Auf den Items, sondern eher wegen Style, ne? Das ist die Frage. Expert. Ja, okay, warte mal, Hosen. Wir machen es an der Hose abhängig, oder von der Hose abhängig. Experten Beinkleid. Okay, entweder ein bisschen auffälliger mit Rot oder Pionier. Ich tendiere eher zur Pioniergeschichte. Wir holen uns das Pionier-Set. Komm, holen wir es. So, Pionier. Ja, einmal. Zack. Einmal eintauschen. Dann brauche ich die Weste auf jeden Fall. Pionier-Weste. Dann mache ich jetzt hier die Handschuhe. Sehr gut. Handschuhe. Pionier-Beinkleid. Machen wir auch noch hier. Und Pionierschuhe. So. Dann haben wir zwar noch immer ein paar Kuponüsse. 42. Ja, aber den Rest bringt nichts zu kaufen, da ich es nicht verkaufen kann. Also werde ich die restlichen Nüsslein leider ins Nirvana schleudern. Das heißt, wir werden es hier mal wegwerfen. Die brauche ich nicht mehr. So, jetzt habe ich natürlich wieder den Platz wieder zusätzlich zugemüllt. Also zugemüllt. Also zugepflastert mit den Pioniergeschichten. Aber ich würde sie gerne mal anlegen. Ich habe keine Ahnung, wie die ausschaut. Die Klamotte im fertigen Set. So, warte. Wo habe ich das denn jetzt hier dupliziert? Ist das hier oben? Ja, oder? Warte. Ja, okay. Name ändern. Machen wir mal hier. Mogri Kraft. Mogri Krafter. So, das heißt, da werden wir es mal anziehen. Ich bin gespannt, wie es denn ausschaut. Einmal. Die Brust. Hoppala, na komm schon. Pionierweste. Vielleicht ist das ja optisch gar nicht so schlecht. Kann man ja auch wieder transmogifizieren. Deshalb finde ich es halt toll, auch die ganzen Sets aufzubewahren. Besonders das Barden. Also generell, von der Hauptklasse sollte man die ganzen Sets aufbewahren. Das ist meine persönliche Meinung.
Da die recht cool ausschauen. Dann kann man mal sehen, wie sich das so alles entwickelt hat. So, Hose, Schuhe haben wir auch noch hier irgendwo. Pionierschuhe. So, gucken wir mal, wie es ausschaut. Ob das was Tolles ist oder weniger. So, so schaut's aus. Ja, ich meine, sieht jetzt nicht allzu schlecht aus, ne? Man hat hier so ein paar Taschen noch umgehangen. Das sieht eher so aus wie so ein Sammler-Outfit, muss ich sagen. Also weniger handwerksmäßig, muss ich sagen, eher so Sammler. Ganz viele Taschen hier. Ja, da freut sich doch eine Frau. Da freue ich mich als weiblicher Charakter, noch mehr Stauraum zu haben, zumindest so optisch. Gut, was diesen Mundschutz betrifft, oder zumindest dieses Banditentuch, nenne ich es jetzt mal, das ist jetzt nie so mein Ding. Das ist aber seltsamerweise bei den Baden öfters so. Das heißt, ich tue das mal weg. So. Oh. Meine Halskette leuchtet ja voll, sehe ich gerade. Krass. Ist mir die aufgefallen. Die leuchtet blau. Hoppala. Sorry. Die leuchtet blau. Was ist denn das für eine? Halskette. Proto Ultima Halsband des Ziels. Das sieht ja cool aus. Und die Ohrringe leuchten auch blau. Ist mir nie so aufgefallen. Sieht geil aus. Okay. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus, ne? Also haben wir das Set auch. Gut, weiter geht's. Was haben wir noch hier? Rätselhafte Samen. Ja, brauche ich nicht. Das ist vom legendären Schritt und ich werde, glaube ich, keine legendären Waffen mehr craften. Oder anfertigen lassen. So. Was haben wir hier? Viertes Fragment des Gordius-Kodexes. Ja, das ist halt diese Alexander-Geschichte. Brauche ich, glaube ich, auch nie wieder, aber schauen wir uns gleich mal genauer an in Frohalde. Ihr habt keine Ahnung. Das werden wir uns mal später angucken. Machgroschen. Boah. Ja, ist die Frage, ne? Ist die Frage. Warte, warte, mir ist mir was aufgefallen, Leute. Ich muss kurz auf den Baden switchen. Mir ist mir aufgefallen, dass ich glaube, ich... habe ich alles? 270? Den Ring Proto Ultima... Warte, wie war das gewesen? Ich hatte, glaube ich, nämlich einen Ring nämlich nicht aufgewertet. Dafür bräuchte ich ja mal die Münzstückchen. So, warte, das waren nämlich hier 260er. Hier, das war es gewesen. Dafür werden wir also nochmal nach Frohalde teleportieren. Wie gesagt, man kann ja für drei Schillingsarten, nenne ich sie mal, also drei Münzarten, die man erlangen kann, kann man sich Gegenstände aufwerten. Auf 270. Wie gesagt, für die Leute, die das jetzt hören, das ist natürlich alles jetzt hier altbacken oder auch jetzt nicht mehr so sinnvoll, da es ja auch dann bald mit Stormblood in wenigen Tagen wieder wesentlich besseres Gear gibt. Aber es sei trotzdem mal gesagt, für die Leute, die vielleicht auch ja, erst jetzt anfangen zu leveln, noch nicht direkt mit Stormblood durchstarten können, erwähne ich es auch nochmal kurz. Also ich zeige es kurz. Zum einen muss ich das Inhaltsteam mal Inhaltsanzeige öffnen. Also, wenn man die Nichtsarche, die Stadt der Tränen und Doom Skies absolviert. Diese drei Instanzen, das sind Raid-Instanzen, sprich 24-Mann-Instanzen, um es genau zu sagen. Dann bekommt man am Schluss Münzen. Und diese Münzen zeige ich mal kurz. Das ist einerseits hier ein Mach-Schilling. Dann hier mit dazu noch ein Mach-Groschen. Und das andere habe ich gerade nicht, das zeige ich kurz. Bei der Händlerin. Unter Gegenstände bei der Bertana. Findet ihr hier. So. Also, es gibt eine Mach-Schilling, seht ihr links oben, einen Mach-Groschen und einen Mach-Pfennig. So, und diese drei Sorten von Münzen bekommt ihr immer jeweils einmal bei der Nichtsarche, bei Stadt der Tränen und Doom Skies. Das heißt, wenn ihr jeweils einen Münze aus diesen drei Instanzen geholt habt, dann könnt ihr euch entweder hier eine kräftige Indigo-Gobtunk holen, einen reißfesten Indigo-Gobfaser oder eben halt ein tiefschwarzer Indigo Gobhertha. Jeweils für eine Münze. Also ihr müsst sozusagen drei Münzen haben, das seht ihr hier rechts. Da könnt ihr jeweils dieses Item holen, um eben halt ein 260er Item, welches ihr hier aktuell für Theologiepunkte war es, nicht Traditions, für Theologiepunkte holen könnt. Das ist das 260er Gear, also ihr kauft euch vorher hier das 260er Gear, Gegenstufe 260, kauft das. Dann tauscht ihr eure drei Münzen ein, hier unter Gegenstände. Zack, 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 zack. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr genau eintauschen müsst, dann müsst ihr wieder zurückgehen. Ich weiß, das ist etwas komplex. Und ist auch mal etwas schwierig, dann auch zu recherchieren, wo man das nachlesen kann. Das habe ich auch eher über Gildenkollegen erfahren.
Das ist in den ganzen Patch-Notes immer so ein bisschen schwierig rauszufiltern. Aber hier bei dieser Saika-Dame, auch im Vorwalde, unter hinterländische Ausrüstung verbessern. Und in dem Fall Krieger Teil 2, was mich betrifft halt, da ich hier mal eine Kriegerklasse spiele. Dann könnt ihr hier mal halt mit Hilfe einer Gobtunke, ob jetzt der kräftigen, der reißfesten oder der tiefschwarzen, könnt ihr mal hier den 260er Gegenstand, den ihr für Theologiepunkte erlangt habt, auf 270 aufwerten. Boah, das ist schon komplex, wa? Ja, und das habe ich ja noch nicht gemacht mit dem Ring. Für den Ring brauche ich nämlich hier, ich habe nämlich nur den 200, hoppala, wo haben wir es denn? Na, das doch nicht. Ich habe nämlich nur den 260er Ring. Der hinterländischer Konservatorenring. So. Und den muss ich eintauschen hier. Dann kriege ich den modifizierten hinterländischen Konservatorenring. Und dafür brauche ich Inigo Gobhärter. Aber mir fehlt eine Münze, das heißt, ich kann es noch nicht machen. Aber das heißt auch, ich werde es noch nicht entsorgen. Vielleicht mache ich diese Woche noch einmal den jeweiligen 24-Mann-Inhalt. Und da kann ich es nur eintauschen und den Rest kloppe ich dann weg. Ach, so, weiter geht's. Dann haben wir Gelmora-Scherben. Ah, ich hoffe, ihr habt was zu trinken dabei und was zu essen. Das ist echt eine lange Folge heute. Aber das geht halt nicht so schnell. Und ich glaube auch, dass es für euch interessant ist, mal zu erfahren, wofür man die ganzen Gegenstände braucht, die der ganze Inventar vielleicht im Laufe der Zeit zugemüllt hat. So, nächster Punkt hier. Gelmora-Scherben. Gelmora-Scherben ist ein Item, welches man im Palast der Toten bekommt. Auch ein instanzierter Bereich. Man kann dem instanzierten Bereich Palast der Toten beitreten in Mühlenbruch. Also auch da nochmal die Information für Leute, die nicht wussten. Und da kann so eine Gelmora-Schere droppen. Für 10 Gelmora-Scherben bekommt ihr einen Mount. Kann ich auch nochmal kurz zeigen in dieser Folge, was für Mount das ist. Das ist mal hier dieser Nichtskopf. So schaut er aus. Das bekommt ihr für 10 Gelmora-Scherben oder auch jeweils für 2 Gelmora-Scherben bekommt ihr Begleiter. Also Haustiere, kann man auch sagen. Also das heißt, das bewahre ich mir auch noch auf. Das kann ich ja noch abrappeln mal. Soll auch sehr gut sein, Palast der Toten, um von Level 60, von Level 50 auf 60 zu leveln. Speziell mit den neuen Klassen, die ja kommen werden. Sprich den Rotmagier und dem Samurai. Also solltet ihr mit Stormblood den Rotmagier oder Samurai leveln wollen, dann könnt ihr auch gerne im Palast der Toten leveln. Mit einem kleineren Trupp, das soll recht schnell dann gehen. So, weiter geht's. Messing-Piraten-Andenken. Das ist vom Diadem. Das werden wir nicht wegschmeißen. Auch ein instanzierter Bereich. Ein etwas größerer. Da kann man sich auch einen Mount holen. So ein kleines Pegasus-Pferdchen, glaube ich. Ich glaube, das war ein Pegasus, war es gewesen. Für 99. Das heißt, ich müsste eigentlich auch Diadem auch nochmal reingehen. Ich habe nur 50. Gut, also das auch aufbewahren. So, Wertmarken. Oh, auch ein wichtiges Thema. Wertmarken braucht man, um Gehilfen auf Missionen zu schicken. Das zeige ich auch nochmal ganz kurz. Ich weiß, viele von euch sagen, meine Güte, Sarina, das weiß ich doch alles. Ich spiele seit 15 Jahren gefühlt Final Fantasy. Das ist auch das Einmaleins des Final Fantasy. Warum erzählst du es? Naja, weil es auch Leute gibt, die das noch nicht wissen. Also verzeiht es mir. Aber es möchte ich kurz erwähnen. Denn hier, wenn ihr an einer Krämerklingel seid, dann könnt ihr eure Gehilfen, also eure Bankchars, kann man auch sagen, könnt ihr auf Mission schicken. Das macht ihr hierunter mit Unternehmung beauftragen. Hier seht ihr es, einmal hinklicken und dafür braucht man dann, um die Unternehmung starten zu können, die jeweiligen Wertmarken. Das seht ihr hier. Das heißt, das wird also auch wieder relevant sein für Stormblood. Da sollte ich auch vielleicht nochmal mir gleich ein paar Wertmarken holen für Staatstaler. Also man sieht, es ist sehr komplex eigentlich. Wenn man halt nicht weiß und nicht von vorne an immer Final Fantasy gespielt hat, dann ist es, glaube ich, sehr schwierig, hier wirklich reinzufinden. Zumindest, wenn man keinen Support hat. Und das ist halt auch der Grund, warum ich mir zumindest vorgenommen habe, mit Stormblood gewisse kleine Hilfestellungen euch zu geben, für die Leute, die gerade erst anfangen. Also seid mal gespannt, was dann euch erwarten wird. Gut, das heißt, Wertmarken brauche ich auch, kann ich wegschmeißen. Graka-Gemüse kann ich auch nicht wegkloppen, wäre nicht sinnvoll, denn das ist das Gemüse und das Buff-Food für die Schokobos, für den eigenen Schokobo. Man kann ja hier, man sieht es unten rechts unter Charakter und dann Mitstreiter, gibt es den eigenen Mitstreiter, der an eurer Seite kämpft, ein Schokobo.
Und das könnt ihr an euren Schokobo verfüttern. Ganz wichtig. Ebenfalls auch die Tafnair-Zwiebel. Diese braucht ihr auch für euren Schokobo, sobald ihr einen weiteren Rang aufsteigen wollt. Ich glaube, bis Rang 10 braucht ihr die Tafnair-Zwiebel noch nicht. Aber sobald ihr von Rang 10 auf 20 leveln wollt, müsst ihr jedes Mal, sobald hier der EP-Balken beim Mitstreiter auf Max ist, müsst ihr dem Schokobo eine Tafnair-Zwiebel geben, damit er dann ein Level aufsteigen kann. Sonst bleibt ihr dauerhaft auf Stufe 15. Also auch ganz wichtig. Alles brauche ich auch noch. Also aufbewahren. So, Gizzardblatt, das braucht man auch, um den Schokobo herbeizurufen. Also nur mit diesen Gizzardblätter kriegt ihr euren Schokobo an eure Seite. Freue mich auch schon sehr drauf, wieder mit meinem Schokobo zusammen zu kämpfen. Das ist hier auch komplett irgendwie abhanden gekommen. Aber sehr gut für die Levelphase. So, was haben wir hier? Jetzt kommen wir zu der ganzen Deko-Fraktion, von der ich mich schwer trennen kann. Das ist von den Events hier. Die linke Herzhälfte, also ein bisschen kitschig. Oder hier so ein Jubiläumswein, den man wieder vergießen kann. Oder diese Holo, Prisma, Meteorit, also all solchen Schnickschnack. Der aber einfach cool ausschaut eigentlich. Das heißt, das kann ich nicht wegschmeißen. Nein. Es wird immer schwerer, sich zu trennen von Gegenständen. Gut, was haben wir denn noch? Dann haben wir hier Ingenieurswissen Leitfäden. Auch sehr, sehr wichtig. Und das kann ich auch jetzt schon mal ein bisschen, kann ich ein bisschen shoppen gehen. Denn wird für die Levelphase von Stormblood wird auch wieder relevant sein. Also das ist ein Thema Vorbereitung, Leute. Wir werden jetzt erstmal nochmal nach Nalkreuz kann teleportieren. Denn da ist meine Gesellschaft, wo ich ja gerade eben schon war, um ein paar Gegenstände abzugeben, um Staatstaler zu erlangen und zu erhalten. So, das heißt, auch kurz erklärt, es gibt gewisse Leitfäden, die könnt ihr bei eurer Gesellschaft kaufen, erwerben. In dem Fall bei mir hier der Gesellschaft der Legion. Und zwar, wo war das gewesen? War hier, glaube ich, links gewesen. Nee, nicht links, rechts war es gewesen. Genau, da haben wir es. Also, hier sehen wir es. Wollen wir es mal runterscrollen. Ist die Frage, unter welche Rubrik das war. Ich war schon so lange nicht mehr hier gewesen. So, da sieht man es aber. Genau, okay. Also, in dem Fall, wenn ihr zum Beispiel bei der Legion seid, dann müsst ihr nach Nalkreuzgang, Legion der Unsterblichen und beim Quartiermeister, bekommt ihr dann, ja, für gewisse Ränge, die ihr freigespielt habt, bekommt ihr ein paar Gegenstände, die ihr kaufen könnt, für die Währung der Staatstaler. Staatstaler könnt ihr erlangen, wenn ihr zum Beispiel Gegenstände abgebt beim Personaloffizier, oder ihr könnt diese Staatstaler erlangen, wenn ihr gewisse Aufgaben erfüllt. Also nur einige Beispiele. So, des Weiteren ist es hier, bei der ersten Stufe, bei der Legionären Klasse 3, oder? Ist es denn schon die höchste? Das ist ein bisschen verwirrend gerade hier. Naja, zumindest bei oberem Reiter könnt ihr hier diese Leitfäden kaufen. Gesellschaftsleitfäden, Ingenieurswissen und Überlebenstraining. Und das ist recht cool. Damit bekommt ihr einen kleinen EP-Boost. Und zwar einerseits, wenn ihr Handwerk betreibt oder auch einen Sammlerberuf vorantreiben möchtet, sprich Gärtner oder Minenarbeiter. Das heißt, das Beste, was ihr machen könnt, ihr kauft euch solche Gesellschaftsleitfäden, in diesem Fall für 1440 Staatstaler für die Währung. Und da könnt ihr mal schneller leveln. Also Ingenieurswissen ist für das Craften, egal welcher Beruf, ist egal. Und Überlebenstraining ist für Sammlerberufe, fürs Abbauen halt. Und dies geht dann auch schneller vom Gang. Das heißt, da werde ich jetzt auch schon mal ein paar Leitfäden mal kaufen. Das ist sehr gut. Ich weiß zwar nicht, ob es dann auch noch eine Erhöhung gibt von Leitfäden, aber Verschwendung ist es definitiv nicht, wenn ich mir welche jetzt kaufe. Das heißt, ich kaufe mir noch 4... Ach, stacken die nicht, oder was? Wieso das denn? Ach so, okay, es gibt auch noch verschiedene Varianten. Okay, warte, bevor ich einkaufe. Ja, okay, genau, es gibt verschiedene. Also es gibt einmal Leitfaden Stufe 1, dann gibt es hier beim nächsten Upgrade sozusagen, gibt es dann 2er und beim letzten wohl dann 3er, oder? Warte, was denn?
Wieso sehe ich einen Zweier und warum habe ich hier Dreier drin? Warte mal. Das müsste doch auch unter dem gleichen Bereich sein, oder? Hier habe ich aber nur... Komisch. Verstehe ich nicht. Hier gibt es keine Leitfäden. Ich sehe keine Dreier zumindest. Hier ist nur ein Leitfaden Rekrutierung. Das ist aber nicht das, was ich suche. So, beim zweiten gibt nur den Zweier hier. Da bin ich gerade irritiert. Weiß ich nicht, warum. Okay, nee, dann warte ich zuerst mal ab. Dann warte ich ab. Ich muss mal recherchieren, wo ich einen Dreier bekommen habe. War das eine Questbelohnung? Kann das sein? Da ich Gesellschaftsleitfaden Nummer 3 nur bekommen habe durch eine Quest, die ich abgeschlossen habe. Kann das sein? Ich finde mich jetzt aktuell in die Zweier-Variante. Die Dreier-Variante gibt es 300.000 EP-Boost. Also 300.000 EP-Boost kann man sagen. Und die Zweier-Variante gibt nur 100.000. Okay, da warte ich jetzt erstmal ab. Aber grundsätzlich, das für euch zu wissen, bei dieser jeweiligen Gesellschaft bekommt jemand auch solche Vorteile. Also lohnt sich auch hier, das mal voranzutreiben. So, aber ich wollte jetzt eigentlich ein paar Wertmarken kaufen. Die gab es nämlich auch hier. Für Staatstaler. So, das heißt, wir werden ein bisschen mehr kaufen. Kaufen mal 99, oder? Ja, 99, das sollte passen. Sehr gut. Gut, haben wir es auch. Was haben wir noch hier? Kopien der Hüterhymnen. Ja, auch ein Punkt für sich. Hüterhymnen war, glaube ich, zum Resetten von den Attributen. Glaube ich zumindest. Das bedeutet, man kann ja hier im Charakterfenster, seht ihr unter Attribute, kann man Attributspunkte vergeben. In dem Fall habe ich alles bei mir in Geschick reingehauen. Also 35 Attributspunkte kann man mit Heavensward verteilen. Und da habe ich alles in Geschick, weil es mein Mainstat ist beim Baden. Und wenn ihr mal sagen wollt, nö, ich möchte mal das alles hier umverteilen, dann müsst ihr solch eine Hüterhymne verwenden und dann ist alles geresettet. Dann könnt ihr diese 35 Punkte mal neu verteilen. Die Hüterhymnen bekommt ihr auch hier bei der Gesellschaft, wo ich gerade drin war. Also auch für Staatstaler könnt ihr die kaufen. Gut, weiter geht's. Das heißt, die behalte ich auch noch. Das behalten wir auch. Das heißt, sortieren wir mal. So, ja, wir haben schon mal ein bisschen mehr Platz gemacht. Aber nur dezent. Jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir mal zu unseren Gehilfen nochmal. Was wir da jetzt wirklich entsorgen können. Das ist echt schwierig. Ich habe so viele Set-Sachen vom Baden jetzt die letzten Jahre angesammelt, von denen ich mich nicht getrennt habe. Und auch was PvP-Klamotten betrifft, darf man auch nicht unterschätzen, dass es wirklich jetzt auch sehr schwer sein wird, ja, zu entscheiden, was man jetzt wegschmeißt und was nicht, ne? So, warte mal. Also, erster Gehilfe. Satoki heißt mein kleiner Ladefell. Wir werden jetzt mal konsequent alles weghauen, was nicht im Baden betrifft. Also zum Beispiel hier, schönes Schwert hier vom Paladin. Wir tun mal alles ins Inventar und gucken mal, was wir dann nachher eintauschen für Staatstaler. Oder was halt vom Style her zu cool ausschaut. Also ihr seht hier, die ganzen Bögen habe ich hier, unglaublich viele Bögen. Barde, Dunkle Ritter. Na, da tun wir raus. Dunkle Ritter haben wir auch hier nochmal. Maschinist. No, anprobieren, schauen wir mal, wie das ausschaut. Ja, weiß nicht. Na, wir werden es wahrscheinlich auch davon trennen. Der Maschinist war bis jetzt einfach nicht so die Klasse, die mir so gefallen hat. Ich habe zwar mit Heavensward mit dem Maschinisten angefangen zu leveln, für die Leute, die es nicht wussten, weil ich gedacht habe, okay, ich werde mal die Klasse reholen. Aber musste dann später feststellen, nee, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Ich lasse es. Und deshalb habe ich es halt hier noch ein bisschen gesammelt gehabt. Ursprünglich, weil ich halt Maschinist als erst gelevelt habe. Und mit Stormblots muss ich sagen, sieht der Maschinist zwar auch ziemlich geil aus, also wirklich geil aus, ja, von den Skills. So Flammenwerfer-Action, so eine Mine als, also so eine Drohne als Tarnungsmine, so wie es ausschaut, von dem Trailer, was man gesehen hat. Also rein von Effekten ist der Maschinist schon ziemlich geil, aber er war einfach bis jetzt sehr proc-abhängig vom Damage her. Das mag ich nicht. Ich meine, der Bard ist auch ein bisschen proc-abhängig, aber nicht so extrem wie der Maschinist aktuell. Vielleicht ändert sich ja auch dann mit Stormblood, dass ich sage, boah, der Maschinist ist total geil. Den werde ich mir mal genauer anschauen, aber wie gesagt, so weit ist er noch nicht. Und deshalb werde ich jetzt mal alles raushauen.
was nicht den Baden betrifft. Was ist das denn hier? Monao-Maske. Wo habe ich die denn hergehabt? Ist das nicht von den Askian? Sieht ziemlich lachhaft aus. Na, bauen wir trotzdem auf. Hier galerisches Kaskett. Ja, kann ich mir als Galerie mal verkleiden hier. Mit denen werde ich ja bald wieder zu tun haben. Na, das werden wir auch nicht machen. Schlafmütze, das ist so die, die Klamotte von der Rin. Die hat immer so Schlafmütze-Klamotten an. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber gefällt ihr. So, was haben wir hier? Rauschebartmaske. Boah, Leute, was habe ich hier für Klamotten? Das sieht ja aus wie so eine Glocke auf dem Kopf. Also ich glaube, wenn mir da einer mal drauf zimmert, dann dröhnt es aber ordentlich im Schädel. Boah, sieht das schlimm aus, ne. Tafnir-Turban, na, ja, na, das lassen wir. So, warte mal noch. Bade. Druide. Aber es ist PvP. Davon kann ich mich nicht trennen. Bade. Das ist nicht PvP. Pilgerrobe. Warum habe ich die offenbart? Sieht toll aus. Nee. Also Pilgerrobe kann auch weg. So. Bade. Druide. PvP lassen wir. Gelehrter. 55er Gelehrten-Outfit. Ja, ja. Lassen wir mal. Das können wir vielleicht ins Kostbarkeitenkabinett reinhauen. Gärtner-Sachen lassen wir auch. So, was sind hier? Motten zerfressener Spenzer. Was ist das denn? Wieso ist das mit Motten durchfressen? Zu lange hier gelagert oder was? Wieso heißt das Ding Motten zerfressener? Das sieht doch gar nicht so Motten zerfressen aus, oder? Ja, sieht aus wie das Bunny-Häschen in Gold Sorcerer so ein bisschen. Heide Witzka. Hab auch schon da euch gefragt, ne? Im Gold Sorcerer Special Video, ob ich mal ein bisschen mehr Haut zeigen soll. Wobei ich ja bis jetzt das Gefühl habe, oder hatte, dass genug andere Spieler so halt nackt durch ihn rennen, ne? Ich weiß nicht. So. Lassen wir's mal. So, Krieger, Infanterie-Gurtzeug, was ist das denn? Achso, ja, das sah recht cool aus. Das habe ich extra aufbewahrt. Ja, das lassen wir. Sieht optisch ziemlich cool aus. Gut. Das lassen wir. Krieger. Baumwoll. Baumwoll-Gambeson. Was ist das denn? Das sieht ja aus wie so ein in Watte. So ein Wattebausch. Ne, das sieht kacke aus. Das sieht nicht gut aus. Tun wir weg. Maßgeschneiderte Kyras. Kyras. Was ist das denn? Anprobieren. Oh, das sieht aber auch schön aus. Gefällt mir. Ich merke ja dieses Rote, weil es einfach zu meiner Frisur passt. Apropos Frisur, ich muss ja noch Frisur ändern. Machen wir gleich auch noch. Das sieht echt cool aus. Das sieht schön aus. Maßgeschneiderte Kyras. Stufe 6. Sieht geil aus. Gefällt mir? Lassen wir. Also, auch Style-Klamotten werden nicht komplett entsorgt. Maßgeschneiderte Robe des Magiers. Boah, naja, sieht sehr einfältig aus. Aber es ist maßgeschneidert. Lassen wir auch. Maßgeschneiderte Robe der Heilung. Was ist denn los hier? Ich habe alles maßgeschneidert hier bei mir. Singdrosseljacke. Das ist eine Jacke. Das sieht aus wie ein Kleid. Das wird als Jacke betitelt. Willst du mich veräppeln? Singdrosseljacke. Das ist ein Kleid. Und ich glaube, das können wir ins Kostbarkeitenkabinett reinhauen. Schweinskostüm. Oh, das waren noch schöne Zeiten. Das habe ich mir im Gold Sorcerer gekauft. Für sehr viel MGP. Das Schweinskostüm. Das können wir vielleicht auch ins Kostbarkeitenkabinett reinhauen. Ischgarder Mantel. Ja, sieht edel aus. Aber ich glaube, im Stormblood-Bereich wird es mir zu warm sein dafür. Ist ja so ein Wintermantel. So, was haben wir noch hier? Meeresbrise Sommerbikini, top. Heieiei. Ja, das lassen wir. Das können wir bald hier brauchen. Ist ja schon wieder bald hier der Sommer. Heirat, ja, Hochzeitskleid, nee, die kann ich nicht wegschmeißen. Da würde ich dann von Melitus gelüncht werden. Meine Ingame, Ehefrau. So, galerische Kurzrobe, lassen wir. Das lassen wir. Trauzeugen Hochzeit. Oh, das habe ich so gold gefärbt. Das war ich noch. Das hatte ich bei der Hochzeit von Rin angehabt hier. Also Ingame-Hochzeit. Trauzeugenkleid, Heidewitzka. Okay. Gut. Mandevil-Wrack. Anprobieren. Ja, auch so ein Bunny-Outfit. All das sind so Sachen, die kann ich wegschmeißen. Das bringe ich nicht übers Herz hier. Was ist das denn? Kirimu-Armschiene. Habe ich die nicht doppelt? Warte mal, auch im Arsenal. Habe ich da eben gesehen, oder? Oder hier?
Ach, schau mal an. Die habe ich sogar doppelt. Weil ich sie so toll fand, glaube ich, ne? Die fand ich recht cool. Ja, fand ich gar nicht so schlecht. Die habe ich doppelt. Also Kirimu Armschiene. Und da habe ich auch im Inventar Kirumi Armschiene. Ja, da kann ich eine weggeben. Gut, passt. Barde, Barde, Zimmerer. Ja, komm, lass mal. Vielleicht, ich habe ja die Hoffnung, dass ich die ganzen alten Crafter-Outfits auch ins Kostbarkeitenkabinett mit Stormbird reintauchen kann. Deshalb lassen wir es mal hier. Lassen wir. Nee, oder? Was ist das denn hier? Armband. Ein Hemd. Hand. Was ist das denn? Achso, das ist diese Rose fürs Arm. Fürs Händchen hier. Sehr schön. Lassen wir. Heldengürtel des Zielens. Das können wir weghauen. Wie gesagt, Gürtel ist zwar in dem Fall vom Baden, aber trägt nicht zum Styles bei. Das heißt, die Taliengeschichten kann ich weghauen. So. Regenbogenhose. What? Was ist denn das für eine Regenbogenhose? Das verstehe ich manchmal nicht, die Bezeichnung, Leute. Ich meine, wenn doch da steht eine Regenbogenhose, also ein Regenbogenschlüpper, dann denke ich mir, das muss bunt ausschauen. Aber warum, was hat das denn, also was hat dieses Outfit mit einem Regenbogen zu tun? Ich meine, das ist ja vollkommen trist. Sieht zwar sexy aus, aber das hat ja nichts mit dem Regenbogen zu tun. Also ganz komisch. Genauso wie mit dem Singdrosselkleid, was definitiv keine Jacke ist. Ganz komisch. Hier, das zum Beispiel, das ist hier eher so ein bisschen Regenbogen-Style, wenn überhaupt. Oder eher so Galaxy-Style. Das ist nämlich meine Hippie-Hose, auf die ich ganz stolz war. Vom Baden. Das ist echt mal besonders gewesen. Sehr schön. Natürlich nicht wegschmeißen. So, was haben wir hier? Anprobieren. Ja, okay. Etwas robuster. Dann haben wir hier unseren Sombrello. Auch hier fürs Badeoutfit. Das lassen wir. Strumpfhose der ewigen Leidenschaft. Oh Gott, wie schaut der denn aus? Heieiei. Das ist aber hier eher fürs Bett, ne? Das ist aber schon sehr schlüpfrig. Ja, das ist wirklich mit Leidenschaft verbunden. Gut. Und Strumpfhose der ewigen Hingabe. Was ist denn los? Das sieht ja genau gleich aus. Jetzt habe ich hier ewige Leidenschaft, ewige Hingabe. Ich meine, das ist ja der Wahnsinn. So viel Erotik in einer Folge. Trauzeugin Strumpfhose. Ja. Ja, ganz dezent. Ich weiß auch nicht, warum ich mich dafür Gold entschieden habe. Ich weiß auch nicht, aber... Na gut. Mandevillhose. Die sehen vom Stil her schon ein bisschen gleich aus, ne? Also so das... So ein kleiner Rock, so ein Mini-Rock und dann immer so eine Strumpfhose. Das ist anscheinend weit verbreitet. So, das ist eher so, wenn man auf die dicke Hose machen möchte. Das ist die Tafnair Solero Buchse. Ja, eine dicke Hose. So, gut. Butlerhose anprobieren kann ich gar nicht. Ja, wie gesagt, ich bin ja kein Mann hier im Game. So, Hausmädchen haben auch noch hier was zum Outfit. Ja, vom Stil her sind die alle sehr gleich, ne? Also ich meine, so Strumpfhose ist halt Strumpfhose. Gut, aber hier haben wir auch schon was aufgeräumt. Weiter geht's. So viele Sachen. Dämonenstiefel des Zielens. Ja, schauen wir mal an, wa? Sehen ja recht cool aus. Sie sehen gut aus. Ja, gefällt mir. Mit rotem Absatz sogar. Oh, und hinten so eine Zacke. Sehr schön. Ja, also wir gehen mal schnell da durch. Hier gelernt PvP. Nein. Bade. Alchemisten. Na, lassen wir. Mönch, hauen wir weg. Also nichts gegen Mönch, aber Mönch, hohe Schuhe brauchen wir nicht. Nein. Brauchen wir, lassen wir. Lassen wir. Knochenhalsband. Wieso habe ich ein Knochenhalsband aufbewahrt? Warum? Keine Ahnung. Können wir weghauen. Ja, verkaufen. So, dann die Ringe. Ja, die habe ich mal alle aufbewahrt. Ich weiß nicht warum, aber die sehen so toll aus. Die lassen wir. Onyx-Tränen. Ne, die können wir weghauen. Das brauchen wir nicht. Wieso kann ich sie verkaufen? Das brauche ich doch nicht. Oh, vielleicht fürs Leveln kann ich es brauchen. Okay. Superkräutertrank. Das können wir, glaube ich, auf dem Brett verkaufen. Warte. Das können wir gleich verkaufen. So, Gesellschafts... Tonikum, was war das denn? Dieses Kräutergebräu befreit Atemwege von Blut und Galle und erleichtert so das Atmen und damit auch die Gesundung nach einem K.O. What? Eine Gesellschaftstonikum? Habe ich noch nie verwendet. Keine Ahnung. Vielleicht brauche ich es ja doch noch irgendwann mal. So.
Rosengoldzahnrad. Ja, das war, glaube ich, vom Craften irgendwie was gewesen. Werde ich nie wieder mehr im Leben brauchen. Oh, das werde ich weghauen. Wegwerfen. Ja, das werde ich nie wieder brauchen. Biomushorn. Ja, fürs Housing kann man sie brauchen. Lassen wir es mal. Hier die ganzen Farbenfraktionen, die brauche ich auch noch. Alexandrit, ey, werde ich auch nie mehr im Leben mehr brauchen. Das ist auch von der legendären Waffe. Die werden wir weghauen. Also nicht die Waffe, sondern die Alexandriten. Wie gesagt, ich habe bis jetzt immer nur die legendäre Waffe meines Hauptcharakters gemacht, sprich vom Barden. Und deshalb brauche ich das nicht. Nicht mehr. So, Rowena-Marken. Kann ich, glaube ich, auch eintauschen für irgendwelche Waffen, aber da ich, glaube ich, die nicht mehr brauchen werde. Die Waffen von Mordona. Denn Rowena steht in Mordona. Zumindest stand früher in Mordona. Jetzt steht sie ja in Frohalde aktuell. Und sie wird wahrscheinlich mit Stormblood dann wieder in der anderen neuen Hauptstadt stehen. Werden wir kommen. So, Jägertagebuch, Meistertagebuch werden wir aber aufbewahren. Da wird es nämlich mit dem Hunting wird's wohl weitergehen. Auch eine Art und Weise zu leveln oder zumindest auch Belohnung abzuholen hier in Final Fantasy 14. Rätselhafter Ruhe Edelstein. Werden wir weghauen, ist auch von der legendären Waffe, zumindest einem Schritt der legendären Waffe. Das heißt, wie gerade erwähnt, brauchen wir nicht mehr. Bismarck-Totem werden wir auch weghauen und Ravana-Totem, wie gerade eben schon. Ich glaube nicht, dass ich 100 Mal diesen Fight machen werde. Oh, erstes Fragment des Midas-Kodex, zweites, drittes werde ich auch nie wieder brauchen. Werden wir auch wegwerfen. Das sind halt die Klamotten vom Alexander Raid, die Bücher, die man bekommt hat bei jeweils dem Kill. Und da ich, weil wirklich diese ganzen Gegenstände nicht mehr brauche, weil sie einfach schlechter sind von den Stats und ich eh schon alles vom Barden habe, passt das. Geheimnisvolle Karte. Das war doch auch vom legendären Schritt, oder um so ein Alexandrit zu bekommen, glaube ich, oder? Das hat ja nichts mit Apollinar, nicht Apollinar. Wie heißt mal die? Aquapolis. Boah, Leute. Aquapolis. Die Karte hat nichts mit Aquapolis zu tun. Das ist eine Karte, die hat man bekommen in Mordona bei einer Dame, wo man als Belohnung danach einen Alexandriten bekommt. Weil ich alles noch weiß, ne? Das heißt, brauche ich auch nie wieder. Also, es hat nichts mit Aquapolis zu tun. Das ist ja auch ein instanzierter Inhalt, den man öffnen kann, wenn man eine Karte gefunden hat. Beim Ausgraben. Sprich, wenn man als Gärtner oder als Mitarbeiter unterwegs ist. Meine Güte, so viele Sachen, die ich noch weiß. So. Morgenröte, Monokel des Abenteurers. Schön. Brauche ich vielleicht noch. Sieht zwar nicht gerade optisch total knorke aus, aber. Ja. Ist einzigartig. Zauberbesen. Mit dem kann man Ställe putzen. Schokobo-Ställe beim eigenen Haus oder beim Gildenhaus. Und kann man gebrauchen. Wenn man nämlich einen Schokobo-Stall putzt, dann kriegt der Schokobo mehr EP, wenn man ihn trainiert. Weiter geht's. Das sind die ganzen Knaller. Die lassen wir. Sehr gut. Reinhardt-Schokolade. Ja, die schenke ich, glaube ich, Melitus bald. Aber sagt's hier nicht. Die Melitus kriegt das geschenkt. Zu ihrem Geburtstag. Die hat bald Geburtstag. Wobei, ich habe auch bald Geburtstag. Na, aber Melitus hat ja auch bald. Na, ist egal. Also Melitus kriegt von mir so eine Reinhardt, nicht Reinhardt. Ein Reinherz-Schokoladengeschenk. Verdammt nochmal. Wäre nicht auch cool, wenn man die Sachen einpacken könnte. In WoW war es gewesen, oder ist es auch so gewesen, oder ist es noch immer so, dass man Gegenstände einpacken kann in Geschenkpapier. Und dann, wenn du das jemandem schenkst, dann kann er das wirklich das Geschenk auspacken und weiß halt vorher nicht, was er dann im Handelsfenster sieht. Und deshalb wäre cool, wenn man es auch hier machen könnte. Aber gut, das bewahren wir auf. Das war, glaube ich, vom Wallendienst-Event war es gewesen. Vor 2 Jahren oder so. So, einfaches exotisches Päckchen. Das ist vom Lightning-Event. Wird vielleicht wiederkommen, brauche ich aber nicht mehr, da ich schon das ganze Lightning-Zeug habe. Also auch ein Event hier im Spiel Final Fantasy 14. Was auch schon vor, keine Ahnung, 2 Jahren stattgefunden hat. So, jetzt gönne ich mir einen Schluck vom ganzen Gebrabbel. Also, weiter geht's. Hier haben wir die ganzen Leitfäden, wie schon gerade eben erwähnt. Das ist sehr gut. Habe ich einige auf der Tasche. 26 Ingenieurswesen, 20 Überlebenstrainingsleitfäden. Und noch ein paar Dreier. Ich weiß noch mal nicht, wo ich die Dreier-Leitfäden her habe. Ich glaube, das war eine Quest gewesen. Die gibt es, glaube ich, nicht für reguläre Staatstaler aktuell. Sehr geil. So, das heißt, die können wir auch mal hier rüberziehen. Das freut mich. Sehr cool.
So, warte, können wir auch noch was stacken? Ein Dreier. Ingenieur, hier ist der. Ja, das kann man stacken. Geht noch was hier? Zweier. Zweier. Das ist der Eins, da haben wir keinen mehr, oder? Ingenieur. Ingenieur, dort, das müsste auch gehen. Und ja, sehr gut. Perfekt. So, dann haben wir einmal hier Einser, Zweier und Dreier Leitfäden haben wir jeweils. So, hier haben wir nochmal Zauberbesen. Den habe ich ja gerade schon gehabt, oder? So, nach oben mit dir. Teleport-Tickets, ja. Nice to have. Hat man bekommen, wenn man als Belohnung für die Ingame-Tage. Wenn man ja mehrere Tage abonniert, dann kriegst du eine Belohnung hier im Spiel Final Fantasy 14. In unterschiedlichen Abständen. Mal nach zwei Monaten Abo oder nach einem halben Jahres-Abo bekommst du eine Belohnung auch noch zusätzlich. Und da waren diese Teleport-Tickets früher so eine Belohnung gewesen. Ja, bewahre ich mal auf. Zeitöl. Das war, glaube ich, ein Item für Aufwertung von Waffen vom früheren Raid-Content. Werde ich auch nie wieder brauchen. Schneefleck. Gartens. Das sind die Gartenklamotten, Housing-Items, die bewahre ich mir auf. Gut, das heißt, dass wir sortieren einfach mal. Und wir haben Platz geschaffen, Leute. Sehr gut. Das freut mich. Aber wir werden da jetzt dafür noch ein paar Sachen einlagern. Zum Beispiel die Bögen. Die Badensachen werde ich mal alle von meinem Inventar ins Arsenal, ins Gehilfen-Inventar reinknüppeln. Sehr gut, das gefällt mir. Dann habe ich wieder im Inventar mehr Platz. Denn das ist ja auch dann Ziel für die Erweiterung. Dass ich dann auch hier keine Probleme habe. So, was habe ich denn hier? Das Problem. Aha, das habe ich doppelt. Kann ich eins wegschmeißen? Ich tue jetzt erstmal alle Badensachen hier rein. Die ich jetzt nicht mehr brauche aktuell. Und auch nicht von einem Set benötigt werden. Zumindest glaube ich das aktuell. Na, das war nicht Bar, das war Druide. Mich würde es echt mal interessieren, wie es bei euch ausschaut. Am besten mal so ein Screenshot machen. Und irgendwie mir mal schicken oder so, ich weiß es nicht. Oder einfach nur schreiben. Schreibt es mal in die Kommentare, wie es bei euch ausschaut. Ihr seht es ja bei mir, es ist ein richtiges Chaos. Also ich fühle mich gerade so ein bisschen wie vor meinem Umzug. Oder vor unserem Umzug vor jetzt einen Monat. Boah, was wieder alles aus alten Wohnungen weggeschmissen haben, entsorgt haben oder auch dann weggegeben haben an Organisationen, ob Kleidung, ob für den Trödelmarkt und so weiter. Das ist unglaublich, wie viele Sachen sich anhäufen. Und das ist jetzt nicht nur im Real Life aktuell durch einen Umzug so ein bisschen ausmisten und neu aufstellen sozusagen, sondern auch hier in-game. Ja, das hat alles so seinen Grund, ich sag's euch. Ich will zwar nicht sagen, dass ich ultimativ an Schicksal glaube, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, also manchmal denke ich mir, das kann kein Zufall sein, dass das jetzt so ist, wie es ist. Ich weiß, ich klinge da vielleicht gerade so ein bisschen bescheuert, aber ja, irgendwas ist da so. Irgendwas sagt dann im Leben, na, das läuft vielleicht jetzt nicht so richtig, aber das hat alles einen Grund. Du wirst es irgendwann verstehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber naja. So, mal kurz eine Geschichte am Rande, währenddessen ich hier weiter ausmuster. Das ist unglaublich, meine Güte. Ihr habt mehr Schuhe hier als sämtliche Frauen auf dem Server Shiva, glaube ich, ganz ehrlich. Das gibt's ja nicht. Was habe ich nie? Habe ich auch doppelt? Okay, habe ich auch doppelt. Ich habe sogar die Badensachen doppelt und dreifach. Hier ist der Wahnsinn. Unglaublich. Alles wird hier rübergezogen. Aber es leert sich das gut. So, warte. Jetzt darf ich hier in meinem Hauptinventar noch nicht sortieren. Da ich sonst... Da, warte, die Böller tue ich auch mal hier rein. Wenn ich mich jetzt das sortieren würde, dann wüsste ich nicht mehr, welche Sachen ich gleich weggebe für im Gegenzug für Staatstaler. So, okay. Sieht chaotisch aus, aber ich bin total strukturiert, Leute. Vollkommen strukturiert. So, sieht gut aus. Das sortieren wir nochmal. Gut, also Satoki, mein Gehilfe, ist prepared für Stormblood. Haben wir noch zwei weitere. So, vorher gehen wir nochmal zum Kostbarkeiten-Kabinett. Und werden dort mal gucken, ob wir das Schweinskostüm und die Singdrossel-Jacke oder dieser Kleid, ob wir das auch noch hier reintun können. Dann geht es danach wieder nach Nalt-Kreuzgang. Dann werde ich da die ganzen Sachen einlagern.
Nicht einlagern, umtauschen. Für Staatstaler. Lagern. So, gucken wir mal. Haben wir Glück? Haben wir Glück? Nein, sieht nicht so aus. Na wunderbar, ich verstehe es nicht. Aber es geht nicht. Oder doch? Doch. Ich kann die Tempelstiefel, kann ich einlagern. Vom Mönch sogar. What? Der Wahnsinn. Und Singdrossel. Aber das Schweinskostüm möchte er nicht haben. Gut, okay, das heißt, wir teleportieren uns jetzt nochmal Kreuzgang. Dann werde ich die Sachen eintauschen, danach geht es wieder zurück zum nächsten Gehilfen. Ja, wie gesagt, das Umdesign meiner Frisur, das wird dann auch noch folgen. Irgendwann mal. In einer Stunde oder so. Das braucht jetzt seine Zeit. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll mit den Folgen. Oder mit der Folge. Ursprünglich soll es ja eine Folge sein, die ich raushaue. Aber ich glaube, die wird dann so 3 Stunden gehen. Oder ich mache so gestückelt. Ich weiß noch nicht, ganz ehrlich. Ich weiß es noch nicht. Ist aber auch so ein Thema für sich. Ich weiß... Oh, mein Handy. Ich weiß noch mal nicht so richtig. Oder ich denke, ich weiß es schon. Aber auch noch eine Frage an euch. Bis jetzt habe ich es so gemacht, dass die Livestreams habe ich ja gestückelt, kann man sagen. Und das bedeutet, es gab immer wieder, ja, so 20-Minuten-Folgen. Auch meine Livestreams oder generell den Folgen, die ich rausgebracht habe. Und das werde ich auch wahrscheinlich so beibehalten. Aber meine Frage an euch ist eigentlich, würdet ihr euch auch eine Folge angucken, so, wo ihr seht von vornherein, die geht 3 Stunden, würde ich sagen, okay, da klicke ich rein. Und würdet ihr wahrscheinlich auch diese 3 Stunden, diese Folge euch angucken? Oder sagt ihr, nee, ganz ehrlich, also wenn ich da schon die Ziffer 3 Stunden sehe, dann kriege ich einen Rappel, das geht gar nicht, und klickt dann direkt weg. Wie ist das bei euch so? Also tendiert ihr eher zu kürzeren Folgen, so 20 bis 25 Minuten, oder sagt ihr, naja, du kannst auch mal eine 3-Stunden-Folge raushauen, die würde ich mir auch geben. Also stückchenweise. Könnt ihr auch mal reinschreiben. Auch so ein kleiner Anhaltspunkt für mich. So. Aber jetzt werden wir mal hier Sachen entsorgen. So. Was entsorgen? Eintauschen. Das ist hier wie eine Kleiderspende. Wie im Real Life, wie ich es im Real Life gemacht habe, spende ich jetzt meine Sachen der Legion. Für bedürftige Nachwuchssoldaten. So. Wie war das jetzt? Ah, genau. Das hatte ich doppelt gehabt. Das ist auch alles. Das können wir weghauen. Die hatte ich auch doppelt gehabt. Das passt. Die Teile haben wir gesagt, die entsorgen wir oder gehen bald weg. Die Gürtel. So, Kopfteil von Dings haben wir auch weg. Die Waffe haben wir auch weg. Es geht voran. Dunkle Rittersachen. Habe ich gleich wieder 60.000 Staatstaler. Sehr gut, gefällt mir. Also, wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt haben wir noch hier einmal 250er. Ah, okay, das können wir aber auch weghauen. Wo haben wir das denn? 250er. Alexandrischer Gürtel. Oder kann ich das nicht eintauschen? Ich finde es gerade hier nicht. Alexandrischer Gürtel. Na, mag wohl gerade nicht. So, wir können die Pilgerrobe. Die können wir auch noch weghauen. Dann haben wir noch als allerletztes Kirimu-Armschiene. So, und dann sieht's gut aus. Perfekt. So, das bedeutet, das Baumwollding können wir wegschmeißen. Ja, das können wir eigentlich auch... Warte, können wir das hier wegschmeißen? 250er brauche ich nicht mehr, oder? Nee. Nee, komm, brauche ich nicht mehr. Gut, jetzt kann ich mal sortieren. Schau mal, sieht doch schon wesentlich besser aus, oder? So, was haben wir noch hier? Leistungsstarker allergischer Stein. Das ist ja auch für eine Waffe. Boah, aber werde ich auch nie wieder brauchen. Hauen wir weg, ganz ehrlich. Meine Badenwaffen habe ich. So, super. Jetzt geht's wieder zurück. Diesmal werden wir uns mal zu den unteren Decks teleportieren, zu meinen Gehilfen. Ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Ach Gott. So, was haben wir hier? Da haben wir wieder so einen kleinen Guildseller. Im Chat, den wir natürlich direkt mal melden, da kenne ich nichts hier. Schwarze Liste, nee, warte, vormelden. Melden. RMT-Werbung melden, ja. Das könnt ihr gerne machen, wenn ihr solche Leute seht, die irgendwie
für Echtgeld Gil verkaufen wollen, einfach auf den Namen draufklicken, auf den Chatnamen, dann auf Melden gehen und dann eben halt RMT. Kann ich euch jetzt hier ans Herz legen. Früher gab es diese Funktion auch nicht. Und das war echt anstrengend. Das war wirklich anstrengend. So, da du dann immer dann den Namen abtippen musstest dann per Ticket und dann melden. Und das kannst du Gott sei Dank jetzt alles hier im Chat absolvieren. So, jetzt haben wir hier dieses Felina. Huiuiui. So, wundert euch bitte nicht. Ich habe hier links eine Menge legendärer Waffen. Das sind aber, sagen wir mal, die ersten Waffen. Das sind jetzt keine fertigen und auch teilweise Replikate meiner Bogen. Meiner Bögen, kann man sagen. Die einzelnen Stufen der Bögen. So. Jetzt schauen wir mal. Was haben wir hier? Was können wir raus weghauen? Die Bögen lassen wir natürlich alle, keine Frage. So, dann haben wir hier einmal eine Ninja-Waffe. Brauchen wir nicht. Ninja-Waffe brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Beschwörer brauchen wir nicht mehr. Das ist von Shiva, ne? Ja, Shiva. Gelehrte Waffe brauchen wir auch nicht mehr. Gelehrte Waffe auch nicht. Mogi, Beschwörer, Waffe brauchen wir auch nicht mehr. Zwiebelschild. Kann man da reinbeißen? Ne, kann man nicht. Das brauche ich auch nicht mehr. So, das ist hier Bade, das ist Ninja. Das können wir auch weghauen. Das ist hier von mir. Bade, 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 PvP, Handwerk, Handwerk, Handwerk. Das lassen wir. Was ist das denn hier? Ah, das ist von Odin, dem Kampf. Das lassen wir. Style-Item. Hier den anderen Schweinskopf. Den tun wir mal hier zusammen. So, also Schweinskostüm und Schweinskopf sind nun wieder zusammen. Hier Wano-Wano-Kopf. Das ist ein Thema. Warum kann ich den Wano-Wano-Kopf nicht ins Kostbarkeiten-Kabinett tun? Warte, wir tun nochmal. Wir probieren es trotzdem mal. Also Wano-Wano tun wir mal raus. Titanfelsmaske. Sowas müsste man doch wirklich ins Kostbarkeiten-Kabinett reinhauen können. Hier oder Hausmädchen-Klamotten. Oder Butler-Sachen. Warte, wir tun die mal kurz hier raus. Was haben wir hier? Das können wir auch weghauen. Druide, PvP-Sachen, Krieger. Sieht das gut aus? Mal probieren. Das können wir vielleicht auch einlagern, die 90er-Klamotte. Wir tun es mal raus. Ich glaube, die 90er-Gegenstandstufe-Sachen können wir sogar ins Kostbarkeitenkabinett reinhauen. Wir nehmen es alles mal mit hier. Vom Ninja, ne, das ist 170er, das können wir weghauen. Was haben wir hier? Das ist Style-Item, das passt auch. Hier Wano Wano Rumpf schon wieder. Boah, Robe des hohen Mediums. Ah ja, kennen wir. Da habe ich ja diese Armklamotte hier, da. Armreif des hohen Mediums. Es fügt sich also zusammen. So, das passt. Das ist auch von Odin. Das Hausmädchenkostüm nehmen wir wieder mit. Versuchen uns einzulagern. Oh, hier meine allererste Klamotte, die ich getragen habe. Also eine der ersten Klamotten, wisst ihr noch? Boah, meine Güte. So bin ich in Gridania ungefähr angekommen. Da hatte ich so eine Klamotte an und auch so eine grüne Kutte. Habe ich euch auch erzählt bei dem Final Fantasy Gold Sorcerer Festival 2017. Bin ich drauf eingegangen. Da ich ja früher, naja, sehr amateurhaft ausgesehen habe. Also meinem Skill entsprechend und meinem Level. Das waren noch Zeiten. So, Butlerjacke. Ninja-Sachen können wir weghauen. So, Ninja-Sachen können wir weghauen. Das ist Bade, Bade. Das ist Paladin 90er. Können wir vielleicht einlagern. Das passt, das passt, das passt. Das passt, das passt. Das lassen wir, das lassen wir. Sieht gut aus. Hose, Hose, Hose. So viele Hosen, dass ich brauche einen begehbaren Kleiderschrank bald. PvP. Das ist zum Weghauen. Das ist PvP, das lassen wir. Das ist vom Ninja 90er, das können wir eintauschen vielleicht. Das können wir vielleicht auch eintauschen. Ich habe die Hoffnung, dass wir vieles noch eintauschen können. 90er Bade. 90er, was ist das denn? Paladin, okay. Zeitöl können wir gleich wegschmeißen. Wie gesagt, für einen Teil eine Aufwertung. So, was haben wir hier? Gutschein für Cascaderum-Uniform. Aha. Habe ich noch nicht eingelöst. Interessant.
Schokobo, Zuchtbestätigung, ja, die können wir noch gebrauchen. Zeitsand kann ich auch wegkauen. Ist auch zum Upgraden von Gegenständen gewesen früher. Ein Wogenspiegel. Ein mysteriöser Spiegel, der die Kräfte Leviathans birgt. Kann sein für ein Housing-Item vom Leviathan, weiß ich aber nicht. Chiffrierter allergischer Stein, das ist auch für eine Waffe, kann ich weghauen. Carbonlack kann ich auch weghauen. Das sind die ganzen antiken Geschichten, die kann ich ja auch wegknüppeln. Aber das schauen wir später nochmal. Das sind die Housing-Items, das ist Phantasiatrank, ja, das können wir auch noch brauchen. Schattenfels, das war vom Abbauen des Minenarbeiters, kann ich auch entsorgen, werde ich nie wieder brauchen. Oder Duftholz, brauche ich auch nie wieder. Odins Mantel, ja, das lassen wir mal, da können wir auch Gegenstände holen. Also eintauschen. Beomuts Horn, davon habe ich dann noch 5 beim Satoki-Gilfen, oder? Schauen wir gleich nochmal. Korallenring brauche ich auch nie wieder. Die Tagebücher. Ja, können wir gleich alles entsorgen eigentlich. Das sind die Hunting-Tagebücher, die lassen wir. Aber hier die Fragmente des Gordius-Kodex, die können wir wegschmeißen. Das ist vom Alexander-Raid halt auch wieder ganz alte Klamotte. So, und dann können wir mal sortieren. Das sieht auch sehr gut aus, Leute. Wir haben Platz. Wir können wieder atmen. So, das heißt, wir schmeißen erstmal Zeitöl weg. Lack schmeißen wir weg. Dann Beomots Horn habe ich bei Satori, glaube ich, 5 gehabt. Da schauen wir kurz rein. Ja, 5 Stück. Ja. Komm, hauen noch ein paar. Haben wir jetzt 17. So, dann gucken wir kurz, ob wir die, hoppala. Ob wir... Nee, können wir nicht. Schattenfels können wir nicht verkaufen. Duftholz auch nicht. Weil es halt schon sehr spezielle Abbaugeschichten waren. Des Minenarbeiters und Gärtner. Das heißt, schmeißen wir weg. Duftholz schmeißen wir weg. Chiffre schmeißen wir weg. So, Zeitsand schmeißen wir weg. Das schmeißen wir auch weg. Ich misste hier gerade gnadenlos aus. Die Bücher können wir auch weghauen. Die Fragmente... der einzelnen Alexander-Bosse. So, das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, einmal nochmal zurück zu mir ins Haus. Warte mal, warte. Was denn? So. Gut, auf geht's. Oh, meine Güte. Das habe ich unterschätzt. Ich habe gesagt, na komm, da knüppelst du alles mal so weg. Aber von wegen. Das ist schon doch sehr... zeitaufwendig, aber man will es ja auch ordentlich machen. Ich weiß auch gar nicht aus dem Kopf heraus, wie viele neue Slots mit Stormblood dazukommen werden. Also Inventar-Slots. Das haben sie ja schon, glaube ich, schon angekündigt, aber ich habe es wohl wieder vergessen. So. Aber ich freue mich schon drauf, Leute. Ich freue mich echt drauf. Ich freue mich richtig auf Stormblood. Dass es weitergeht. Das ist echt schön. Und auch besonders auf dem Baden, da der hier wieder komplett umgestellt wird. Also vom Kampfsetting her. Wird wieder komplett anders zu spielen zu sein. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir was einlagern können. Na toll. Wir können nur eine Hose des Paladins einlagern. Gegenstand Stufe 50. Na herrlich. Okay, den Rest können wir also auch weghauen. Das heißt, wieder nach einem Kreuzgang, das übliche. Dann müssen wir die ganzen Vanu-Sachen wieder und mit dem hohen Medium-Klamotte müssen wir wieder zurückbringen zum Gehilfen. Aber das sollen sie echt ändern, ganz ehrlich. Die sollten grundsätzlich alle Klamotten, die man bei Events erlangen kann, so kategorisieren, dass man sie ins Kostbarkeitenkabinett reintun kann. Es spricht ja nichts dagegen. Das sind die Event-Klamotten. Warum kann ich die einen Event-Klamotten reintun, die anderen nicht? Ich meine, gut, das Wano-Wano-Kostüm ist jetzt kein Event. Das ist eine Belohnung von den wilden Stämmen, aber trotzdem. Also was sollen sie wirklich grundsätzlich machbar machen? Ich verstehe natürlich, dass sie auch dann zusätzlich Geld verdienen wollen mit den Einnahmen der Gehilfen. Denn normal hast du ja 2 Gehilfen standardmäßig im Spiel Final Fantasy 14 zur Verfügung. Und alles, was drüber geht, kostet Geld. Ich glaube so ein Euro. 1,10 € pro Monat, glaube ich. Pi mal Daumen. So. Warte mal, ich muss jetzt mal genau... Ah, verdammt, warte. Ich muss kurz aufpassen.
Wie war das mal? Ich kann das alles weghauen, oder? Nee, warte, warte. Ich kann das nicht alles weghauen. Ah, ich muss ein bisschen aufpassen gerade. Ich kann nur die Sachen der linken Seite weghauen, ohne weiteres. Okay, warte mal. Obwohl, na komm, wir hauen uns alles weg. Das ist jetzt egal, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ich kann es ja nicht einlagern. Bringt ja alles nichts. So, wir hauen alles weg. Bis auf die Badengeschichten. Man muss auch mal loslassen können, wisst ihr? Das tue ich gerade radikal. Als Arim Reborn sozusagen Geschichte war, also sprich, wo es mit Heavensward losging, da habe ich, glaube ich, sowas gar nicht gemacht. So mal diese Inventar-Inventur, wenn man so sagen kann. Aber ich finde es auch mal nett, sowas zu dokumentieren, wie es halt früher war. Und was man alles für Gegenstände bekommen hat. So, wir sind schon bald wieder am Cap. Wir haben jetzt schon wieder 70.000, 71.000 Staatszahler erlangt dadurch. So, das heißt, noch drei Gegenstände, dann sind wir fertig hier. So. Und noch das. Und dann haben wir noch hier Schmugglerhose des Verstümmelns. Die können wir auch noch weghauen. Fertig. Sehr gut. Dann gehen wir wieder zurück. Diesmal mal nach Gridania. Wir wollen ja mal alle Städte besuchen. Ich glaube nämlich wirklich, dass wenn Stormblood draußen ist, dann wird man die erste Zeit gar nicht mehr in die alte Welt zurückkehren. Oder sie haben es halt so gelöst, dass man doch immer zwischen den Welten hin und her springen muss, um Quests zu erfüllen. Ich bin echt gespannt, wie sie das vom Level-Design halt gehandelt haben. Ob auch die ganzen Gebiete komplett überlaufen sein werden. Oder ob es dann doch noch überschaubar ist. Ich weiß echt nicht. Bis jetzt ging es ja eigentlich, ne? Ich meine, dadurch, dass es hier auch den Frühzugang gibt mit 16.06.2017 und regulär dann erst mit 20.06.2017 losgeht, ist es ja schon sozusagen gesplittet so von den Leuten, dass halt nicht alle auf einmal starten. Aber wenn ich überlege, als ich die erste Folge des Maschinisten aufgenommen habe, glaube ich, zu Heavensward, da stand ich ja auch in Ishgard und da war so viel los gewesen, unglaublich. Das wird so ein Andrang auch sein mit Stormblood. Ich bin echt gespannt. Wird alles dokumentiert. Alles. Gnadenlos. So. Jetzt müssen wir kurz nochmal auf meinen Gehilfen. Doch, Felina war ich schon richtig. So, da werden wir dann mal die ganzen Schweinsköpfe reintun. Und die ganzen Style-Items nenne ich jetzt mal. Und Warnung-Geschichten. Also die bewahre ich mir natürlich auf. Das sind so kleine einmalige Geschichten. So, Wano Füße, dann die Moki-Stiefelchen. Also die ganzen Style-Sachen tue ich jetzt mal hier rein. Habe hier mega viel Platz im Inventar. Also so viel Platz hatte ich schon seit Release von Heavensward nicht mehr, glaube ich. Boah. Ist echt der Wahnsinn. So, okay, das sieht gut aus. Gut aus. Ja, meine Güte. Der Knaller ist das. Mich freut's. So, Dunkelmaterie 5. Ja, die brauche ich auch nicht mehr, oder? Kann ich vertickern? Schauen wir mal. Ja, 23. Na komm. Dann lohnt es sich eher, da direkt hier beim direkt zu verkaufen. So, passt. Gut, haben wir dann auch. Felina ist prepared. Sehr schön. Als nächstes kümmern wir uns um Tricy. Meine dritte Gehilfin. So, da schauen wir mal kurz, wie die Lage aussieht. Also ihr seht genau, ihr seht das gleiche Spiel, einfach nur komplett voll. Komplett überfüllt. Das passiert halt, wenn du auch alle Klassen auf Level 60 hast und auch Handwerker, dann passiert das. Wobei ich auch sagen muss, dass 90% der ganzen Klamotten, die ich habe, vom Baden sind. Seit Release. So, was haben wir hier? Pikinier. Können wir weghauen. Bade, was ist das für ein Bogen? Elfenbogen. Wo habe ich den nochmal her gehabt? War das nicht von den Kobolden oder sowas? Nicht Kobolden, von den Sylphen, kann das sein? Elfenbogen? Hört sich so ein bisschen nach Finsterwald an. So, Garudas Rückkehr. Boah, der Bogen von Garuda auch noch hier. Unglaublich.
Dunkelritter, da tauchen wir weg. Dunkelritter, tauchen wir weg. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele Dunkelritter-Schwerter hier am Start hatte die ganze Zeit. Ich meine, den Dunkelritter habe ich zwar auch gern gespielt, aber wenn ich Instanz gegangen bin mit dem Tank, dann war es eigentlich immer der, also fast immer der Paladin. Also mit dem Paladin habe ich mich immer am leichtesten getan, kann man schon fast sagen. So, warte mal hier, Bade, Bade, Bade. Ah, hier, Chimärenfilzhut der Magie. Ja, hatte ich für Stylegrund aufbewahrt. So ein lustiger Zylinder, lassen wir auch mal. So, fernöstlicher Kirschblütenteppich, den lassen wir, Housing-Item. Himmelspikinierhelm. Wie sieht der denn aus? Ja, okay, sieht lustig aus. Lassen wir mal, mit so einem Pferdeschwanz. So, Bade, Druide, hauen wir es weg, oder? Druide. Druide hauen wir weg hier. Plakat. Bade. So viele Badenhüte. Sieht auch cool aus hier. Also der Cowboy-Hut, weniger. Sieht auch sehr stylisch aus. Also von den Stilen, vom Stil her muss ich sagen, hat der Bade sich immer sehr gut entwickelt. Es gab, glaube ich, wenige Sets, wo ich gesagt habe, boah, nee. Also ganz ehrlich, da kannst du in die Tonne kloppen. Wie ist eigentlich bei euch so gewesen? Schreibt auch mal in die Kommentare diesbezüglich. Wie seid ihr zufrieden mit den Designs halt der einzelnen Sets? Ich weiß zumindest, dass bei der Melitus, die spielt in der Beschwörerin, bei ihr ist halt so, sie ist echt mit manchen Sets gar nicht zufrieden gewesen. Speziell auch was die PvP-Sets betrifft. Sie hat mir gesagt, der sieht total affig aus vom Beschwörer. Also wie gesagt, schreibt mal rein, wie ist es bei euch so vom Design? Seid ihr bis jetzt zufrieden oder erwartet ihr euch da wesentlich mehr jetzt mit Stormblood? Also für mich ging es eigentlich. So, warte. Das passt eh. Das sieht gut aus. So, Talia. Talia haben wir gelernt. Hauen wir weg. Talia hauen wir weg. Aber es sieht gut aus. Da komme ich wenigstens auf meine 80.000 Max-Grenze an Staatstaler. Und ich glaube, die brauche ich auch. Die kann ich, glaube ich, wirklich gut gebrauchen. So, Talia. Boah, wie viel Gürtel ich hier habe. Na gut, ich habe von allen irgendwie sehr viel hier. Wäre gelogen, wenn ich sage, na, ich kann mir nichts zum Anziehen leisten. Ich habe mir so viel. Ich habe so viele Sachen, das ist nicht mehr feierlich. Unglaublich. Ja gut, das Spiel gibt es ja schon seit, was war es, 27. August 2013. Jetzt haben wir 2017. Da hat sich halt einiges angesammelt. So. So, hier ist die Housing-Abteilung. Ich glaube, das lassen wir. Hier hast du sehr viele Housing-Items. Die lasse ich auf jeden Fall alle drin. Aber trotzdem gut Platz geschafft. Das bedeutet, wir könnten hier nochmal ein paar PvP-Sachen reintun. Die brauche ich eh nicht mehr. Also zumindest nicht angezogen. Und dann haben wir eh schon so gut wie alles prepared. Und dann können wir gleich zum Umdesign meiner Frisur übergehen. Ich freue mich schon ein bisschen drauf. Das letzte Mal war ich im Livestream, vor einem halben Jahr oder so war ich beim Friseur gewesen. Also wie gesagt, liegt auch schon eine längere Zeit her. So. Passt. Das sieht gut aus. So, was man natürlich auch noch machen könnte, das Arsenal muss ich auch noch aufräumen eigentlich. Das ist ja dann genauso zugeballert. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Da werde ich abwarten. Da werde ich auf jeden Fall noch abwarten, bis es mit Heavensward losgeht. Denn die Sets, die ich im Arsenal habe, die habe ich auch hier hinterlegt halt als Set. Und das wäre halt, je nachdem, was ich anfange zu leveln. Also natürlich der Bade kommt zuerst dran. Aber je nachdem, weil ich halt anfange, dann nachher zu leveln, wäre es halt schon mal gut, wenn ich so ein Starter-Set habe und nicht dann immer im Auktionshaus mir so ein Starter-Gear holen müsste. So wie es wahrscheinlich dann auch beim Rotmagier und beim Samurai sein wird. Da gibt es, glaube ich, ja noch nicht kein richtiges Starter-Set oder so. Also gut, man wird nicht nackt spawnen, aber man muss dann zuerst mal zum Auktionshaus, um sich dann da mal ein gewisses passendes Gear zu holen, um mit Tanzen gehen zu können. So. Das letzte Mal stehen wir jetzt hier. So, und tauschen die Sachen ein hier. So. Ist die Frage, ob ich jetzt nicht jetzt schon gleich dran komme. Oh. Noch 2000 Staatszahler, bin ich schon am Cap. Das heißt, ich muss gleich auf jeden Fall noch ein bisschen was
für Staatstaler kaufen. Aber das lässt sich machen. Kaufe ich ein paar Leitfäden oder noch ein paar Wertmarken. Schaden kann es nicht. Ja, okay, jetzt bin ich am Cap. Das heißt, ich hole mir jetzt hier noch ein paar Staatstaler, ein paar Wertmarken. Für die Gehilfen, das kann ich immer brauchen. Oder vielleicht ein paar Kräutertränke. Ich glaube sogar eher Kräutertränke, denn die braucht man, um SP aufzufüllen. Und SP braucht man, um durchgehend Dinge abbauen zu können. Das heißt, pro Schlag auf einen Felsen beim Minenarbeiter oder pro Pflücken einer Beere an einem Busch hier im Final Fantasy 14 verbraucht man SP. Das ist die Energie. Und um die wieder aufzufüllen, schneller, braucht man so einen Kräutertrank. Und ich glaube, besonders auch die Kräutertränke werden echt viel wert sein. Kann ich mir gut vorstellen. Denn damit lässt sich natürlich auch schneller leveln. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich kaufe mal 99 Kräutertränke. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Ist das sogar. Ich schaue gleich mal ins Auktionshaus, ob die jetzt schon viel wert sind, die Kräutertränke. Da glaube ich auch genauso wie Materia 3 des Handwerkers. Oder des Handwerks würde es auch recht viel wert werden, wenn Stormblood released ist. Und ich glaube, für die Leute, die sagen, nö, ich möchte meine Klasse jetzt noch nicht so unbedingt auf Max so schnell wie möglich leveln, möchte eher so ein paar Grundmaterialien farmen und auch für das Handwerk halt abbauen. Ich mache das mal mit Minenarbeiter-Action oder mit einem Gärtner. Natürlich im Zusammenhang mit einer Kampfklasse, sonst kommt man in die hohen Gebiete nicht ohne weiteres rein. Ist das, glaube ich, auch eine gute Geschichte, um Geld zu machen. Weil zu Beginn zu einer Erweiterung hat man die höchste Chance, richtig gut Geld zu machen und da ja auch bald ein neues Hausengebiet kommt, ist das ja auch gar nicht so unwichtig, will ich mal sagen. Also für die Leute, die sich ein Haus kaufen wollen, kleiner Tipp für mich oder an euch von mir, baut fröhlich ab zu Beginn von Stormblood und macht damit eine Menge Asche. Natürlich immer abchecken, wie viel was wert ist im Auktionshaus oder hier am Marktbrett. Denn ohne das geht's nicht. Ja, so, was haben wir jetzt hier? Es geht stetig voran, Leute. Gleich haben wir es geschafft. So, Armreifen. Oder? Armreif? Brauchen wir es noch? Zielen? Halskette, zielen, zielen, zielen. Was haben wir denn auch hier? Höllenlicht. Achso, ich kann die PvP-Sachen kann ich gar nicht eintauschen. Komukirumahu, wo ist das denn? Da oben. So, Ravanna-Muskete haben wir auch weg. So, und haben wir noch eine. Oh, die PvP-Waffe kann ich halt nicht eintauschen. Ja, aber sieht doch gut aus, wa? So, das heißt, ich teleportiere mich noch einmal kurz zu mir nach Hause, zum Marktbrett. Guck mal, wie teuer die Kräutertränke aktuell sind. Oh. Und versuche mal zu erahnen, wie viel es dann wert sein wird mit Stormblood. So, ein parallel. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, der. Boah, so viel Platz. Ich glaube, ich träume. Endlich mal wieder Platz hier. Ich kann atmen. Also, vom Platz her zumindest. So, wie viel haben wir da? Ist eh nichts wert. Das haben wir auch noch weg. So, Kräutertränke. Wie teuer sind das? Ja, okay. 1000. Aktuell. 1500. 1600, 1700 teilweise. Ich glaube wirklich, dass die Kräutertränke explodieren werden von den Preisen. Denn das braucht jeder, um schneller voranzukommen. Und ich glaube nicht, dass zu Beginn von Stormblood es irgendwie ein Kräutertrank 2.0 geben wird. Glaube ich nicht. Also vielleicht so ein kleiner Tipp meinerseits. Natürlich eine gewisse riskante Investition. Aber vielleicht, falls ihr zu viele Staatsteile habt, kauft euch Kräutertränke. Nicht nur für euch selbst, sondern auch, um ein bisschen Geld zu machen. Gut, ich würde sagen, ich bin zufrieden, Leute. Ich bin vollkommen zufrieden. Ich bin auch, was die Scherben betrifft und die Kristalle, sowie die Polykristalle, ihr seht es auch hier rechts unten, bin ich gut aufgestellt. Das heißt, auch fürs Handwerken sieht das gar nicht so schlecht aus. Vom Platz her sieht es auch relativ optimal aus. Die Gehilfen habe ich auch aufgeräumt. Sehr schön. Vieles auch ins Kostbarkeitenkabinett noch reinhauen können. Und jetzt würde ich sagen, begeben wir uns zum, warte, habe ich in meinem eigenen Haus eigentlich eine Kosmetika-Klingel? Und geht das überhaupt? Also eine Händler-Klingel habe ich. Kosmetika glaube ich nicht. Das heißt, wir müssten dafür mal zu einem
Gästezimmer. Am besten voll nach Gridania. Da kenne ich mich aus. Ist ja meine Gegend. So. Das sieht gut aus. Schauen wir mal. Habe ich hier sowas? Nee. Ich habe hier nur meine eigene Krämerklingel. Aber kein Problem. Das heißt, wir begeben uns nach Gridania und werden dort uns mal umgestalten. Zumindest was die Frisur betrifft. Die Figur bleibt die gleiche. Ich werde nichts an mir herumschnibbeln lassen. Zumindest nicht an meinem Körperfett. Da bleibt so, wie es ist. Keine Chance. Ich werde mich auch nicht zum Lalafell mutieren lassen. Ich bleibe so, wie ich bin, so körperlich. Genauso jung und knackig wie noch im Jahr 2013. So, gut, das passt soweit. Gut, aber bevor wir es machen, Leute, ich mache mal eine kleine Pause, ja? Ich muss erstmal ein bisschen mal durchatmen, so ein bisschen mal trinken. Ich bin ja schon wieder, meine Güte, ich weiß gar nicht, seit wann ich hier aufnehme. Schon mal länger. Und das heißt, ich gönne mir mal ein paar Schlückchen von meinem Tee und dann geht es gleich nahtlos weiter zum Umgestalten meines Erscheinungsbilds. Also, dann bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Wie versprochen, geht's also jetzt los mit dem Umgestalten meiner Frisur, ja, meinem Erscheinungsbild. Und ich habe es ja schon so ein bisschen nötig, muss ich sagen. Also hört jetzt komisch an, aber ich glaube, meine Frisur ist jetzt schon so lange jetzt hier, naja, gleichbleibend, dass dann mal so ein neuer Haarschnitt halt wirklich gar nicht mehr so schlecht wäre. Und das ist mal jetzt ein Grund dafür. Ich gönne mir mal eine neue Frisur für einen Neuanfang, für einen Neustart im Spiel Final Fantasy XIV. Mit Stormblood geht's ja weiter. Jetzt bald in wenigen Tagen, am 16.06.2017. Und da denke ich mir, man muss ja auch mal schön ausschauen, ne? Man kann sich ja nicht nur gehen lassen, wobei, naja, das ist übertrieben. Denn ich sehe ja schon immer so aus, ja? Also rein vom Körper her hat sich ja nichts getan. Ich sehe, wie gesagt, noch genauso aus wie im Jahr 2013. Aber was die Frisur betrifft, habe ich bis jetzt nur zweimal die Frisur geändert, ja? Und da ist ja mit dem letzten Event, dem Gold Sorcerer Festival 2017, gab es ja auch eine neue Frisur oder neue Frisurin. Und ich möchte mal schauen, ob die soweit gut ausschauen oder nicht. Wobei ich mir gerade schwer tun werde, wahrscheinlich die neuen Frisuren mal herauszufiltern. Keine Ahnung. Werden wir mal zusammen schauen. Und dafür muss ich erstmal ins Gästezimmer. Denn ich habe keine Kosmetiker-Klingel bei mir im privaten Haus. Ich weiß auch gar nicht, ob das gibt. Also es gibt ja die normale Krämerklingel, gibt es ja. Die habe ich bei mir auch im Haus, aber ich weiß nicht, ob man noch eine Kosmetiker-Klingel ins Haus reintun kann. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Ich weiß echt nicht. Ist das möglich? Und wer kann denn so eine Klingel herstellen? Oder wo kriege ich die? Also, jo. Schreibt mal rein. Gut, aber jetzt legen wir los. Also, wir holen mal den Kosmetiker, ne? Der uns an uns rumschnibbeln wird. So, auf geht's! Voller Tatendrang! Ich raste aus und da ist er. Und er sagt, mach dich auf etwas gefasst. Oh, ich werde dir einen Haarschnitt verpassen, der dein tristes Leben ein Ende bereiten wird. Pass nur auf. Ach, herrlich. Manche Funktionen, wie zum Beispiel der Chat, sind nicht verfügbar, während du das Aussehen änderst. Okay. Auf geht es, Leute. So, wieso habe ich denn jetzt hier nichts an? Ich muss mir meine Klamotte anziehen. So, also, schauen wir mal. So sieht's also aus. So sah es auch aus, als ich meinen ersten Charakter erstellt habe vom Hintergrund. Da hat sich auch nicht viel getan, oder? Äthersphäre, die Küste, Waldlichtung, Wüste und Innenraum. Machen wir Wüste, denn wie gesagt, Stormblood wird, denke ich mal, auch eher so ein Gebiet sein, was so ein bisschen trist vielleicht rüberkommt in manchen Gebieten. Und nicht so bewaldet ist. Und deshalb werden wir mal hier das Gebiet wählen, als hier der Grund. So, was machen wir jetzt? Also, wir kümmern uns um die Frisur. Also, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier machen. Und was auch Neues. Leute, da geht's aber direkt los hier. Warte mal. Okay, das ist die Frisur, die wir gerade haben. Okay, warte. Wir schauen mal, ob das so klappt, wie ich es möchte. Fangen wir oben an. Was haben wir denn jetzt? Bevor wir uns um die Farbe kümmern, müssen wir schauen, ob das vom Schnitt her soweit passt. Also. Ja, das ist schon ein bisschen eher jugendlicher, kann man sagen. Ja, sieht ein bisschen erfrischend aus. Ja, da sehe ich nochmal direkt mal 4 Jahre jünger aus. So, was haben wir da? Auch sehr schön. Ja, okay, weiter. Oh, ein bisschen strenge Frisur, ja, aber auch nicht schlecht.
Ja, ich muss ja sagen, bis jetzt hatte ich noch nicht so eine Frisur gehabt, die so lang war, so richtig lang. Das ist eher so ein bisschen 60er-Jahres-Style, finde ich aber auch sweet. So, die hatte ich früher lange Zeit gehabt, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, die hatte ich auch mal gehabt. So, was haben wir hier? So einen kleinen Pony. Ja, es wäre natürlich besser, sowas im Livestream zu machen, ne, mit eurer Hilfe. Aber ich versuche mich heute mal alleine dran. Ich bin auf mich allein gestellt. Und mal schauen, ob das gut ankommen wird bei euch. Aber im Endeffekt muss es mir auch gefallen. Ne? Es muss ja auch meinem selbst gefallen, sonst kann man das nicht ausstrahlen. So zum Beispiel sowas Längeres. Bei langen Frisuren habe ich immer das Problem gehabt, dass die teilweise so animiert waren, dass die Hälfte der Frisur durch so der Rüstung durchgeschrubbelt ist, wisst ihr? Und deshalb habe ich die immer weggelassen. So, was mit der hier? Okay. Also ich tendiere, na, also wenn es keine Langhaarfrisur ist, die mir so richtig aus den Latschen haut, dann wird es, glaube ich, auch wieder eine Kurzhaarfrisur. Was haben wir hier? Oh. Nee, das passt nicht zu meinem Gesicht. Das ist irgendwie zu brav, weiß auch nicht. Auch wenn ich halt körperlich nicht so gealtert bin hier im Spiel, brauche ich jetzt mal ein bisschen was Erwachseneres, glaube ich. So, was damit? Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Finde ich auch nicht so schlecht, okay. Das ist hier die Lightning-Frisur. Ja, aber die, na. Die ist zu bekannt. So, die ist auch wieder zu lieblich. Na, ich brauche ein bisschen was Toughes. So was auch zum Baden passt. So der das Faustdicke in den Ohren hat. Der wirklich dann so präzise ist. So muss auch die Frisur ausschauen. Wisst ihr, so richtig so nach vorne. Also jetzt nicht zu aggressiv, aber auch nicht zu lieblich. Es muss halt passen irgendwie. Es muss zu mir passen. Zum Beispiel so Rasta-Style ist halt nicht so, na, weiß nicht. Ist nicht mein Ding. Was haben wir denn hier? Wow, so viele Frisuren jetzt schon. Das sah 2013 auch noch anders aus. Da hat sie irgendwie gefühlte 8 Frisuren und dann war es halt gewesen. Was haben wir hier so? Nee, das passt auch nicht zu mir, oder? So ein bisschen Heidi-mäßig. Nee, ich bin ja keine Heidi. So, okay. Das ist die Langhaarfrisur. Na, das sieht auch so ein bisschen zu. Na, weiß nicht. Gefällt mir nicht. Das ist eher so ein bisschen. Nee, 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 nee. Nein. Afro-Frisur. Ja, wäre so ein Running Gag, ne? Kann man mal bringen, glaube ich, aber das dann nimmt mich dann keiner mehr ernst, glaube ich. So eine Schleife ist eigentlich recht sweet. Aber auch zu lieblich. Die Frisur habe ich ja aktuell. So, die ist so die etwas aufgepimptere Frisur im Vergleich zu vorher. Ja, okay, aber nicht großartig anders. Ja, die sieht auch so, ja, auch nicht schlecht aus. Wie gesagt, ich mache mir gerade nur einen Überblick mal. Die finde ich eigentlich auch cool. Die ist schon mal nicht schlecht, glaube ich. Finde ich persönlich gar nicht schlecht. Ein bisschen mal im Hinterkopf behalten. Na, bloß nicht solche Locken. Na, nahezu schlicht. Ja, vielleicht. Gefällt mir auch. Vielleicht sind also die Haare zusammengebunden hinten halt zum Zopf. Wo sie halt keine Probleme machen mit den Ausrüstungsgegenständen, die ich habe. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. So eine richtige Tolle. Nein. Nein, 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 na, nein, 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 das ist so kurz rasiert, so an der Seite. Ist auch total trendy anscheinend aktuell. Nee, nee, nee. Neck ein Hipster. So, was ist das hier? Das ist eher so ein bisschen, so ein Gestrüpp am Kopf ist explodiert. Okay, also wir haben, ach, wir hatten so zwei Frisuren. Hier, die fand ich, nee, die war das nicht, oder? Doch, die fand ich nicht so schlecht und die mit dem Zopf, die Variante, wisst ihr noch? Warte, wo hab ich die? Wo war die denn? Also die finde ich nicht schlecht. Was war so schwierig? Eigentlich bräuchte ich jetzt eine Frau an meiner Seite, die mich da so berät. Ist sie jetzt schon kommen, dass Rin sagt, oh Gott, Sarina, wie siehst du denn aus? Total doof. Boah, schwierig. Echt schwierig. Ich tue mich immer schwer mit so Frisuren, die etwas, ja, weiß nicht, zu extravagant sind. Aber ich will auch keine langweilige Frise haben, wisst ihr? Ich will halt so eine Frisur haben, wo ich sage, ja, die sieht schon peppig aus.
Ja, die hatte ich schon früher gehabt, die hier. Okay, warte. Wir werden jetzt... Gibt es hier auch so einen Zufallsknopf in dem Fall? Nee, oder? Wir nehmen... Wo war das mit dieser... Wo die Haare im Gesicht hangen und mit dem Pferdeschwanz hinten, wisst ihr noch? Wo ich gesagt habe, das ist gut, weil es halt nicht in der Rüstung hängt. Wo war das? Hier. Die war das gewesen. Die finde ich gar nicht so schlecht, Leute. Ich weiß nicht. Das ist zwar jetzt nicht so eine ultimative Änderung. Es ist jetzt kein volles Haar so mit viel Locken und vielleicht nicht die Mega-Veränderung. Aber ich finde die am coolsten eigentlich. Also ein bisschen hier quer das Gesicht hängen die Haare und hinten mit dem Zopf. Ich finde die gar nicht so schlecht. Ich glaube, die wählen wir. Die werden wir wählen. Die Frage ist jetzt natürlich nur, werden wir von der Farbe auch was ändern? Warte, dann bestätigen wir was. Und jetzt mal gucken. Ich muss sagen, ich habe mich bis jetzt immer sehr wohl gefühlt mit der Farbe. Also eher ein bisschen rot. Dann hatte ich auch mal lila Strähne, hatte ich auch mal gehabt. Warte, wir testen es einfach mal. Also, wir bleiben mal hier in der Mitte, das haben wir schon gemerkt. Okay, vielleicht noch ein bisschen knalliger, sowas rot. Dunkelrot finde ich eigentlich echt cool. Aber wir können auch was anderes probieren, was ganz grelles oder sowas hier. So weiß. So weiße Haare. Oder schwarz. Ne, schwarz ist mir zu düster. Und blond. Was mit blond? Vielleicht mutiere ich ja zur Blondine. Wenn ich hier so ein Blond... Ich weiß nicht. Na, es soll ja auch so einen Wiedererkennungswert haben, ne? Ich glaube, es soll schon rot bleiben, aber wir probieren einfach mal durch. So, lila. Ja, lila hatte ich die Strähne mal gehabt vor einem Jahr oder so. Ja, weiß nicht. Nee, die wird dann doch zu knallig. So, blau, blaue Haare. Ja. Also blau fände ich jetzt auch nicht so schlecht. Natürlich ein bisschen anderes Blau, ne? Was haben wir noch? Grün? Ne, jetzt. Also mit Grün, da kann ich gar nichts anfangen. Das geht gar nicht. Okay, also ich tendiere jetzt ehrlich gesagt echt so ein bisschen so blau eher. Also dunkelblau mit so vielleicht hellen Strähnen, sowas hier. So ein bisschen, also ist nicht allzu hell, aber so ein kleiner Nuancen. Blau fände ich schlecht. Oder ich bleibe halt wirklich beim klassischen Rot, nur ein bisschen dunkler. Mit blauen Strähnen. Ne, Quatsch. Ich glaube, wir werden das hier so weinrot. Warte mal. Warte, Strähnen machen wir mal. Zuerst mal keine. Wir suchen uns erstmal die Grundfarbe aus. So, das ist eher so ein bisschen dunkelrot. Können wir noch ein bisschen heller machen. Das ist eher heller. Oder hier so in die Richtung. Das gehört schon ins Bräunliche. Oder erst so wirklich in das richtige Rot hier. Ne, das aber auch... Na, wir machen das eher so. Ne, das ist braun. Ich wollte eher hier. Sowas. So finde ich es eigentlich schon gut. Ich weiß, von der Farbe ist jetzt nicht groß anders. Aber jetzt werden wir noch Strähnen reinhauen. Ein bisschen hellere Strähnen so. Was haltet ihr davon? Schreibt auf jeden Fall in den Chat, ne? Oder vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Frisur gesehen, die viel cooler ist oder so. Oder auch eine Farbe. Ich tue mich halt schwer bei so richtigen Typveränderungen. Für mich ist ja schon jetzt schon eine große Herausforderung, sich mal so einen Zopf hier an, Drang zu binden an den Kopf. So, also ich muss sagen, ich bin dann schon von Grund auf recht zufrieden. Vielleicht doch so. Vielleicht so. So. Ich glaube, na, ich muss noch was heller sein. Muss ein bisschen auffälliger. Ne, das ist zu auffällig. Verdammt. So, also so. So ist gut, oder? Was haltet ihr davon? Die Augen bleiben natürlich gleich. Blaue Augen natürlich. Das Gesicht bleibt auch gleich. Der Körper auch. Und ich glaube, das lassen wir so. Vielleicht werde ich noch ein bisschen nachjustieren. Von der Farbe, aber vom Schnitt her bin ich zumindest zufrieden. Ich bin vom Schnitt her zufrieden. Man muss natürlich auch schauen, wie das denn im Fight aussieht. Ich finde es halt nur schade, dass ich gar nicht so richtig gesehen habe, welche Frisuren jetzt neu dazugekommen sind. Es wäre auch cool, wenn es irgendwie so Beschriftungen geben würde. Dass wenn ich auf eine Frisur klicke, dass ich auch weiß, wie heißt die denn? Hat die auch einen Namen? Wisst ihr? Damit ich auch weiß, welche Frisur ist von welchem Event. Oder war die schon immer da gewesen?
So ist ein bisschen schwierig. Also das könnte man vielleicht anpassen. Also kleiner Verbesserungsvorschlag. Den Frisuren auch Namen geben. Oder Nummern oder keine Ahnung. Dass man sich ein bisschen besser zurechtfindet. Aber ich glaube, das sieht gut aus. So. Jetzt machen wir kurz noch... kann ich die Waffe auch hier ziehen? In dem Modi? Das scheint nicht so. Aber das sieht gut aus. Wählen wir aus. Bestätigen wir... Ja, ja, das ist ja eh alles so gut. So, auf geht's. Dann schauen wir uns mal an. Also, 2000 Gil kostet der Spaß, kein Problem. Und gucken wir mal, was draus geworden ist. Zip, zap, schnipp, schnapp. So, und da sagt der werte Herr, oder auch Dame, man weiß nicht ganz genau. Voila, fertig, schau in den Spiegel, aber mach dich auf eine Erfahrung Metaphysik gefasst. Herzlichen Glückwunsch, mon amour. Ja, okay. Okay. Sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus, oder? So. Ich finde, das sieht gut aus. Doch, finde ich schon. Aber warte, wir reisen mal kurz in ein Gebiet. Hoppala. Wir reisen mal kurz in ein Gebiet, wo es ein bisschen heller ist. Man muss halt mal sehen, wenn es helle ist. So, ist die Sonne? Ne, ist dunkel, sagte. Wir fliegen mal nach Mogrigen oder teleportieren uns nach Mogrigen. Wenn da schönes Wetter ist, dann sieht man das noch besser. So, und dann bin ich, glaube ich, auch voll und ganz prepared für Stormblood. Inventar ist geklärt. Ich habe mit euch gesprochen darüber, was ich mir so vorstelle in der Zukunft. Na toll, hier ist auch so dunkel. Warte, dann gehen wir doch nochmal nach Unterdecks. Da ist heller. Bestimmt. Ja, also ich sagen, also, ja, das Inventar haben wir soweit gefinisht. Ich habe alle drei Gehilfen, habe ich sozusagen aufgeräumt, habe geguckt, was passt da rein, was nicht. Ich habe mein Inventar aufgeräumt, ist wieder alles wesentlich mehr Platz. Ich habe mir für Staatstaler einige Sachen geholt, einerseits die Kräutertränke, aber auch die Leitfäden, um damit schneller mit leveln zu können. Und ja, ich habe mit euch auch darüber gequatscht, was ich mir vorstelle in der Zukunft. Also was ihr erwarten könnt bei mir auf meinem Kanal Seed Movie, was ich so geplant habe. Natürlich mit der Hoffnung, dass ich das auch alles so schaffe, wie ich es mir vorstelle. Und einfach wieder so ein bisschen zurück zum Ursprung. Dass ich halt wirklich wieder, ja, weiß nicht, so dass so die ruhige Freude empfinde, ohne das Gefühl zu haben, ich muss immer was liefern und zack, zack, zack. Ja, ich weiß, ihr seid ja eh alle sehr ganz entspannt, ja, und findet das anscheinend auch gut, wie ich das so mache. Und auch vielen Dank dafür für eure Rückmeldung. Aber wenn man halt auch sowas betreibt, dann will man es mit Herzblut machen. Das mache ich auch und das habe ich bis jetzt immer gemacht. Und man hat auch immer so eine gewisse Erwartungshaltung an sich selbst. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt, den ich so in den Griff bekommen muss. Dass ich halt das alles so ein bisschen wieder entspannter angehe. Und dass ich dann euch Sachen präsentiere, wenn ich denke, ah, das gefällt mir selbst. Und ja, ich habe Spaß daran. Und diese Freude werde ich mir jetzt mit Stormblood wieder sozusagen nochmal neu auferleben lassen, ja. Und werde euch die ganzen Sachen präsentieren. Wie gesagt, die Livestreams werden in unregelmäßigen Abständen kommen. Wie gesagt, folgt mir auf Twitch. Am besten verbindet euren Account mit eurem Smartphone. Dann kriegt ihr auch die Benachrichtigung, sobald ich halt anfange zu streamen. Oder folgt mir auf meinen YouTube-Kanal, natürlich Seed Movie. Und natürlich über Twitter, Seed Movie Gaming, so heißt mein Twitter-Kanal. Da kriegt ihr auch die Ankündigung bezüglich meiner Livestreams. Des Weiteren, es wird natürlich die Jobklassenquest werden weiterhin erscheinen bei mir auf dem Kanal. Zusätzlich kommen dann auch die Handwerksklassenquests oder die Handwerksquests kommen auch noch danach und nach. Die gab es bis jetzt noch nicht. Dann werde ich schauen, dass ich die ganze Levelphase für euch auf eine Art und Weise dokumentiere, wie ich es bis jetzt noch nicht gemacht habe. Aber das wird wahrscheinlich dann erst so richtig anlaufen mit Ende Juni 2017, spätestens Anfang Juli 2017, denn dann habe ich 2 Wochen Urlaub. Ihr seid auch da gespannt, was euch erwartet. Und natürlich werde ich versuchen, wieder ein bisschen zurück zum Ursprung, sprich ein paar Hilfestellungen für die Leute speziell, die halt auch neu mit dem Spiel Final Fantasy 14 anfangen. Und da werde ich ein paar kleinere, naja, Guides oder auch Tipps und Tricks euch dann in der Zukunft auf den Weg geben. Das ist so mein Plan. Und ich hoffe, euch gefällt das, was ich mir so vorgenommen habe. Schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich mache mir jetzt noch Gedanken, wie ich euch dieses Video präsentieren werde.
Also ob es jetzt doch nochmal in Folgen gestaffelt kommen wird oder als gesamte Folge über, keine Ahnung, wie lange ich es schon aufnehme, 2 Stunden, was weiß ich nicht. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen und sag dann mal, ein allerletztes Mal, es hat mir eine Menge Freude gemacht, mit euch die Erweiterung Heavensward durchzuspielen, mit euch an meiner Seite. Und ich freue mich umso mehr, wenn ich euch begrüßen darf zur Erweiterung Stormblood in ein paar Tagen. Und sagt dann mal, euer Cyrena Levis, vielen Dank für euren Support, für euer Interesse. Bis in ein paar Tagen in einer neuen Welt. Tschüss.